Es folgt eine kurze Zwischeninformation unserer Partner, Wiedmann Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Sinken. 13.50 Uhr. Fußballradio Chelsea, unterstützt von der Aktion Mensch, meldet sich live aus dem Höhenberger Sportpark. Heute vom Spiel Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden. Mein Name ist Daniel und ich darf mit heute mit dem guten Besnik kommentieren. Grüß dich, Besnik. Hallo Daniel und hallo an alle zu Hause, die heute eingeschaltet haben zu einem, glaube ich, sehr, sehr spannenden und guten Spiel heute gegen Dynamo Dresden. Ja, wir haben bereits den vierten Spieltag. Gestern Abend war schon das erste Spiel gewesen. Da gewann der Hallische FC gegen VfB Oldenburg mit 2:0. Die heutigen Spiele. Viktoria Köln gegen Dresden, ist klar, sonst wäre der jetzt nicht hier. Ingolstadt gegen Saarbrücken, Elversberg gegen Zwickau, Dortmund 2 gegen Rot-Weiß Essen, Verl gegen den TSV 1860 München, Bayreuth gegen Osnabrück. Besnik, ja, wenn man sich die Mannschaftsstellung anschaut, die hast du ja schon für uns rausgefunden. Wen vertraut heute Olaf Janssen und wen bei Dynamo Dresden Markus Anfang? Ja, wir fangen direkt mal an, würde ich sagen, mit der Heimaufstellung. Erstmal die gute Nachricht, Ben Voll ist wieder zurück nach der Krankheit, nachdem er in Essen noch nicht im Kasten gestanden hat, auch wenn Elias Börtner das ganz gut gemacht hat. Wir gehen die Viererkette durch, da haben wir auf der rechten Seite Paco Bonkiewicz, der Held vom Wiesbaden-Spiel. Dann zurück Chris Greger. Er wird gemeinsam mit Lars Dietz in der Innenverteidigung spielen. Dann Niklas May als linken Außenverteidiger. Auf der Doppel-6 auch wie gewohnt Moritz Fritz und Patrick Sontheimer. Und dann vorne die Dreierreihe leicht verändert. Da haben wir rechts Marcel Risse. Dann befürchte ich auf der 10 Kevin Langford und links neu dabei Simon Handle. Ist jetzt im Team als Ersatz für David Philipp. Und vorne drin, wie könnte es anders sein, natürlich Robin Meissner, unser neuer Stürmer. Bevor wir auf unsere Bank gehen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Aufstellung der Dresdner an. Da sehen wir Stefan Driljaccia im Tor. Dann Rechtsverteidiger Milichenko. Dann haben wir in der Innenverteidigung Claudio Kammerknecht und Tim Knipping. Links Kion Park, auf der 6 Paul Will. Und dann vorne eine Viererreihe aus. Auf der rechten Seite Jan Scherbakowski, Ahmed Arslan, Julius Kade und Dennis Borkowski und vorne im Sturm Manuel Schäffler. Sagen wir mal ganz kurz zu den Jungs, die Olaf Janssen gleich auch noch reinbringen kann. Da haben wir fürs Tor natürlich Elias Börtner, dann natürlich mit dabei Daniel Buballa, David Philipp, wie gesagt, heute erstmal raus. Florian Heister, Simon Stehle, Jamil Siebert, Hamza Sakiri, Youssef Amin und Sotiu Fong. Ja, Schiedsrichter der heutigen Partie wird Florian Exner sein, ein Rechtsanwalt aus Münster. Also der kennt sich schon mal aus mit den ganzen Gesetzen. Assistiert von Lukas Schlosser und Fabian Schneider. Florian Exner haben wir jetzt zum viermal bisher gehabt. Das ist seine dritte Saison als Drittligaschiedsrichter. Das letzte Spiel war letztes Jahr am ersten Spieltag bei Viktoria Berlin. Das ging ja dummerweise in die Hose mit 2:1. Wollen wir mal hoffen, dass wir heute ein bisschen mehr Glück haben. Die Gesamtbilanz, ihr wisst, ich bin ein alter Statistikfuchs. 4 Spiele gepfiffen, 1 Sieg, 1 Unentschieden und 2 Pleiten. Also wird Zeit, dass wir heute den zweiten Sieg mit ihm holen. Ja, heute kann er uns gerne mal Glück bringen, denn ihr wisst es, die letzten beiden Spiele haben wir gewonnen gegen Wiesbaden 1:0 und 4:1 gegen Essen. Und wir könnten heute die englische Woche mit einem Sieg gegen Dresden perfekt machen, mit 9 Punkten hier rauszugehen. Wäre gar nicht so schlecht, aber die Dresdner, die sollten wir auf gar keinen Fall unterschätzen. Wir wissen alle, Dresden ist eine Top-Mannschaft in dieser Liga, Absteiger aus der zweiten Liga und haben relativ viele neue Jungs in ihrem Kader, die alle gar nicht mal so schlecht sind. Und mit Markus Anfang, einem Trainer, der sich erstens hier in Köln ganz gut auskennt und zweitens, der ja auch neu ist und seine DNA, das hat Olaf Janssen ja im Match-Talk auch gesagt, der auch versucht, seiner Mannschaft die DNA mit einzupflanzen, was bisher ziemlich gut geklappt hat. Also 2:0 zuletzt gewonnen in Verl, gegen Verl, haben auch ein paar Fans mit hier hingebracht, wenn man mal so rüberguckt, also so ein paar gelbe Kürzen zu sehen. Ja, eigentlich bin ich, du sagst gerade ein paar gelbe Shirts, also ich hatte eigentlich schon gerechnet. Man weiß, die Dresdner sind ja sehr reisefreudig, eigentlich nur ausverkauften Block, aber das sieht bei weitem nicht so aus, also vielleicht stehen noch die Leute draußen, man weiß es nicht, vielleicht war es den Jungs zu warm. Wir gehen mal ganz kurz gucken, die Freunde von Viktoria Köln Fans, da machen ja jedes Mal eine Umfrage, wie tippen die User das Spiel gegen Dynamo Dresden und ja, da sind wir sehr... Also Sieg für Viktoria 47%, Unentschieden 34% und 19% Sieg auf Dresden. Also ich würde sagen, grundsätzlich leichter Optimismus bei unseren Viktoria-Fans fürs heutige Spiel. Ja, und ich glaube, so soll es auch sein. Ich glaube, wir müssen uns vor niemandem verstecken. Das hat auch Simon Handel zuletzt im Interview gesagt. Also ich glaube, wir sind schon ganz gut aufgestellt, auch wenn Dresden natürlich heute noch ein relativ harter Gegner ist. Aber das gehört in dieser Liga dazu. Wir haben in der letzten Zeit, noch in der letzten Saison, generell in den letzten Jahren gesehen,
Hier kann jeder jeden schlagen. Die Spiele gegen Dresden, wer sich erinnert, waren immer sehr emotionale Spiele, wo oft viel passiert ist. Also mit einem 0-0 würde ich jetzt wie heute auch mal nicht rechnen. Wir haben zuletzt 4 Tore gemacht. Die Dresdner generell eine sehr offensive Mannschaft. Ja, und vorne haben sie auch ganz gute Stürmer drin. Ja, wenn man bedenkt, natürlich, die Mannschaft ist ja schon fast komplett gewechselt. Wenn man denkt, so Leute wie Königsdorf oder da Ferner, die halt Dresden verlassen haben, wo die Spieler dem Verein auch eine Menge Geld gebracht haben. Ich bin mal gespannt. So, die ersten Schlachten, Anfeuerungen der Dresdner Fans. Aber wie gesagt, ich bin überrascht, dass es eigentlich wenig sind. Ja, also es ist vorne doch noch ein bisschen Platz im Dynamo-Block. Also ich glaube, 1000 sind sie nicht. Also das ist dreistellig, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, sie sind es, glaube ich, gewohnt, dass Dresden mit ein paar mehr Leuten kommt. Aus welchen Gründen auch immer es vielleicht heute nicht so ist. Das Wetter ist eigentlich perfekt. Super Fußballwetter. Gute Temperaturen, die Sonne scheint hier im Vorpark Höhenberg und die Mannschaften werden gleich auch so langsam rauskommen. Wir haben jetzt 56, um 57 kommen die Mannschaften normalerweise raus, also jetzt soll es nicht mehr allzu lange dauern. Die Magenta-Kameramänner stehen ja auch schon unten parat. Ich denke mal, dass Cello mit seinen Jungs schon unten parat steht, mit den Eindorf-Kindern von der Fußballschule, die heute auch wieder ein Spieltagscamp gemacht hat. Sehr schön. Die auch schon gegen Wiesbaden und das ja auch beim nächsten Heimspiel wieder machen wird gegen 1860. Also wer da dabei sein möchte, kann sich da gerne anmelden. Macht, glaube ich, riesen Spaß hier dabei zu sein. Und das Kind bekommt plus eine erwachsene Person eine Karte für das Spiel hier im Vorpark Höhenberg. Und ihr wisst, das nächste Heimspiel ist gegen 1860, das letzte Spiel vor dem Bayern-Pokalspiel. Eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir haben noch kurz Zeit. Es gab heute schon den ersten Spieltag in der A-Jugend-Bundesliga. Das war das erste Spiel von unserer Victoria U19 gegen VfL Bochum. Besnik, schlechte Nachrichten darfst du übermitteln. Ja, leider eine 0-2 Niederlage gegen den VfL. Ohne uns klein machen zu wollen, glaube ich, war es wenig, ja... Die Bochumer sind eine andere Hausnummer halt. Das genau, ist einfach ein ganz anderer Tag als wir. Ja. Das sollte jetzt keine Aussagekraft für die ganze Saison haben. Man kann halt verlieren gegen Bochum halt 0-2. Und Marian hat es ja auch vor der Partie schon oft genug gesagt. Bochum ist eine Mannschaft, das wird sehr wahrscheinlich eine Top-5-Mannschaft dieser Saison sein. Die werden um die Meisterschaft im Westen mitspielen. Also ich glaube, da muss man sich nicht viel vormachen. Ist wenig verwunderlich, dass wir da keine 3 Punkte bekommen haben. Aber es geht nächsten Sonntag schon weiter. Auswärts gegen Rot-Weiß Oberhausen und wer die Jungs dann nochmal zu Hause sehen möchte, an dem Freitag danach, abends gegen Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, das sind so 2 Spiele, da ist für die Jungs dann vielleicht ein bisschen mehr zu holen. Ja, beim Thema zu Hause muss man natürlich darauf hinweisen, die Spiele werden nicht in Höhenberg ausgetragen. Genau, in der Regel im Troisdorfer Aggerstadion, weil wir gesehen haben, auch das kann manchmal ein bisschen gefährlich sein, beziehungsweise kann gefährdet sein. So, heute haben die Jungs in Bergisch Gladbach gespielt, in der Belkaf Arena. Also normalerweise, die Heimspielstätte ist Troisdorf. Jetzt mussten die Jungs aber heute ausweichen, weil Troisdorf das Stadion belegt war. Wir haben über die Thematiken hier schon oft gesprochen, dass wir einfach keinen Platz für die 19 haben, die auf Rasen spielen müssen, nicht auf Kunstrasen. Die Möglichkeiten haben wir derzeit nicht. Aber ihr werdet über unsere NLZ-Accounts, über Facebook und über Instagram immer auf dem Laufenden gehalten, wo die Spiele stattfinden, gegen wen und wann. Ja, nicht nur über Facebook und Instagram. Wir können auch ein bisschen Werbung machen für den E-Viktorianer. Da ist auch ein großer Vorbericht für die Saison 2019. Auch ein schönes Interview ist da gemacht worden. Also ladet euch den E-Viktorianer runter. Das heißt, auch wenn ihr jetzt zu Hause das Spiel euch im Radio hört, könnt ihr dann, wenn ihr mal in der Pause ein bisschen Zeit habt, könnt ihr mal reinblättern. Und der E-Viktorianer ist einfach nicht zu vergleichen mit dem Viktorianer, den wir vorher im Stadion hatten. Lass mich lügen, über 100 Seiten sind es geworden wieder mal. Glaube ich, ein sehr, sehr schönes Ding. Könnt ihr euch gerne auch nach dem Spiel immer noch auf der Website anschauen. Macht, glaube ich, sehr viel Spaß. Wir haben über die Thematik geredet. Es ist nachhaltiger, das online zu machen, als sehr viel zu drucken. Da hat man am Ende sehr viel Papiermüll, ne, weil einfach vieles dann doch überbleibt. Da wollten wir nicht mehr weiter mitgehen. Es ist für uns einfacher, das Ding zu machen, weil wir bis Freitag Zeit haben, die Inhalte noch hochzuladen. Zum Beispiel jetzt in der englischen Woche. Ihr könnt euch das denken, es ist schwierig, über Dresden was zu schreiben, wenn die noch ein Spiel davor haben. Sehr, sehr viele Vorteile. Schaut es euch gerne an. Und Daniel, eine ganz kleine Sache noch. Vor uns, eine Reihe weiter, sitzt Martin Grund, der U17-Cheftrainer. Und die U17 wird heute auch noch spielen. Um 18.30 Uhr, Kunstrasenplatz 2, noch ein Testspiel gegen Meerbusch. Das letzte vor dem Ligastart am nächsten Samstag. Ja, wer Zeit und Lust hat, kann gerne vorbeikommen, sich das Spiel angucken. Die Jungs würden sich sicherlich freuen. Mit Sicherheit. So, die Musik wird ein bisschen anders. Das heißt, die Mannschaften sollten schon unten im Spielertunnel stehen. Deswegen hat ja schon die Jungs von Magenta mit der Kamera angekündigt. Unten sehe ich Franz Wunderlich, der steht.
von dem Spielertunnel Georg Koch, der Torwarttrainer der Viktoria. Ja, wir sehen André Becker auch noch hier auf der Tribüne. Jo. Wird noch ein bisschen dauern, bis der Junge dann wieder auf dem Platz ist. Auf den freue ich mich schon. Der hat also die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, auch letztes Jahr bei Würzburg oder auch wo er vorher gespielt hat, ein Spieler, der wirklich drauf geht, also der hat keine Angst, der setzt seinen Körper ein, also da können wir uns drauf freuen, wenn der wieder fit ist. Und ein cooler Typ, das kann man dazu sagen, auf jeden Fall. Ja. So. Auch in der Halbzeitpause dürft ihr gerne dranbleiben. Wir hatten ja, es ist seit kurzer Zeit eingeführt, dass wir auch in der Pause draufbleiben. Das heißt also, wenn ihr auf Toilette gehen wollt, was trinken wollt, einfach Radio anlassen, euer Smartphone anlassen, ihr könnt auf jeden Fall hören. Ich habe jetzt gerade mal eine Statistik von den Vereinserfolgen von Dynamo Dresden nochmal rausgeholt. Kann man leicht fast vergleichen mit der von Viktoria Köln. 8-mal DDR-Meister, 7-mal DDR-Pokalsieger, 1 Bundesliga-Aufstieg, 4 Bundesliga-Aufstiege. Also wir haben schon einen großen Gegner bei uns heute im Stadion. Und ich bekomme jetzt gerade die Nachricht, dass die Partie wohl um 10 nach 2 anfangen soll. Also das Ganze verzögert sich anscheinend noch ein bisschen. Wenn wir auch am Platz runtergucken, unsere Jungs machen sich noch warm, die Dresden dann nicht. Die Gründe weiß ich gerade gar nicht. Sobald wir das wissen, werden wir euch das natürlich mitgeben. Also wir haben uns ja schon gewundert, dass die Dresdner halt der Block ziemlich leer ist. Vielleicht ist halt eine Zufallsstätung oder vielleicht sind wir unterwegs. Das haben wir auch schon oft genug gehabt, dass man dann auf die Zuschauer ein bisschen gewartet hat. Wir werden sehen. Also 10 Minuten haben wir jetzt noch Zeit. Ja, Besnik, mal gucken, aber machen wir mal kurz 5 Minuten nur die Stadionatmosphäre für euch jetzt hier schalten. Würde ich sagen. Also wir lassen noch mal 5 Minuten ein bisschen für euch die Musik laufen. Wir sind dann gleich wieder drauf. Sollte es doch früher beginnen, sind wir natürlich da. So werden wir es machen. Ganz kurz nur, den Satz nehme ich mir. Nächste Woche nach Freiburg fährt auch wieder ein Fanbus. Das heißt, ihr könnt euch gerne anmelden. Das Spiel ist am nächsten Woche Samstag, 14 Uhr in Freiburg. Ihr könnt euch wie immer anmelden, wenn ihr die Handynummer habt von der Eike Weißweiler, von unserer Fanbeauftragten über SMS oder WhatsApp. Ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist dann der Fanbeauftragte @viktoria1904.de. Oder ihr könnt natürlich auch auf die Seite gehen von Viktoria Köln. Klickt euch da mal weiter zur Fanbeauftragten. Da steht auch alles drin über den Fanbus. Und Besnik und ich machen jetzt einfach mal kurz eine Pause und ihr hört die schöne Musik im Stadion. Ganz kurz, ich werde noch mal ganz kurz dazwischen gehen. Es sind noch nicht alle Dresdner Fans im Stadion. Wir haben es angesprochen. Ja. Deswegen wird es sich noch ein bisschen verzögern. Für euch die Möglichkeit, Daniel hat es gesagt, ihr könnt natürlich euch über die Fanbusse noch informieren oder ich hole euch einfach den E-Viktorianer an. Sehr gut, ihr habt noch ein paar Minuten zu lesen. Gut, Freunde, bis gleich. So, sind natürlich noch keine 5 Minuten um, aber nochmal ganz kurz für euch, die ihr jetzt reingeschaltet habt. Das Spiel fängt 10 Minuten später an, da noch nicht alle Dresdner Fans im Stadion sind. Und wir werden uns auf jeden Fall wieder rechtzeitig melden. Aber wie gesagt, für alle, die sich jetzt gerade frisch eingeschaltet haben, wir haben jetzt keine Sendepause. Wir warten einfach ganz kurz ab, bis die Dresdner kommen. Und obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, weiß nicht, so vor dem Eingang vom Gästeblock, da passiert es eigentlich jetzt nicht viel. Es ist ja nicht so, dass da 100 Mann da vor der Tür stehen. Ja, es sieht, also wir können es natürlich nicht hundertprozentig sehen. Es sieht so aus, dass die Wehrheimer Heide jetzt nicht ganz so voll ist. Also so viel Gelb ist hier nicht zu sehen. Aber wir haben es eben auch schon mal gesagt, der Block ist jetzt nicht ganz voll. Das hat mich schon sehr gewundert. Wir halten euch auf dem Laufenden, während hier gerade Kai Kläfig und Ben Kläfig vor uns vorbeilaufen. Ja. Was mich auch wundert, wenn ich mal so auf die Gegend gerade gucke, ich sehe keinen einzigen Banner, keine einzige Zaunfahne. Also scheinbar sind die Ultras, die noch fehlen von Dresden. Ja, jetzt wurde es das. Ja, du hast da, glaube ich, mehr ein Auge für als ich. Ja, man sieht es tatsächlich. Ja, heute feiern wir auch Geburtstag. Der Fanclub Old Boys bei Viktoria feiert heute den Geburtstag. Das Alter sagen wir jetzt mal lieber nicht. Old Boys, da könnt ihr euch denken. Ja, natürlich. Freunde, wir melden uns gleich wieder. Ja, die Dresdner machen jetzt gerade nicht unbedingt Stüppefurt, aber sie machen sich so langsam warm.
Ist aber gerade rausgekommen. Athletiktrainer, auch Heiko Scholz mit dabei. Ja, alter Trainer, genau, alter Viktoria-Trainer. Genau, Co-Trainer jetzt mittlerweile in Dresden, auch schon ein paar Jährchen. Gerade sind die Dresdner rausgekommen, haben es ein bisschen warm gemacht, gehen jetzt wieder rein. Auch unsere Jungs verlassen jetzt so langsam den Platz. Wir sehen, Olaf Jans geht nochmal am Block 11, macht nochmal ein bisschen Stimmung. Es scheint sich noch ein bisschen zu verzögern. Jetzt kommt Olaf, ihr hört es wahrscheinlich auch, es wird ein bisschen lauter. Olaf kommt jetzt hier gerade an der Haupttribüne vorbei. Sorgt nochmal für ein bisschen Stimmung hier im Körper Köhnberg. Ja, während alle darauf warten, dass die Partie hier auch mal so langsam beginnt. Auch unsere Jungs gehen so langsam vom Feld, außer Daniel Buballa, Yusuf Amin. Die wollen noch nicht so ganz, hier mal Bock zu kicken. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich meine, es ist ja das schönste Wetter draußen, aber leider ein paar Grad zu warm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon, dass ich eher ein bisschen ein paar Etagen hier oben sitze, ein bisschen im Schatten bin. Also die Jungs, die werden gleich viel Spaß haben bei der Hitze. Ich hoffe, dass auch genügend Trinkpausen eingeplant sind. Das sollte doch so sein. Wir sehen jetzt weiterhin, also die Magenta-Leute machen jetzt ein bisschen mehr Parade und die Jungs kommen raus, die Schiedsrichter betreten das Feld und auch die dazugehörigen Mannschaften. Ja, die Viktorianer komplett in Rot, das ist ihr Heimtrikot, das heißt das neue Heimtrikot, weil ihr auch gerne im Fanshop bestellen könnt. Das ist eine sehr schöne Sache. Rot, Schwarz und Dynamo, klassisch halt gelbe Trikots, schwarze Hosen. Wir können uns ja mal ganz kurz unsere neue Einlaufhymne anhören, für die, die es noch nicht kennen. Felsig vor den Füßen. Wir können ja vielleicht für alle, die jetzt nicht gerade aus dem Kölner Raum konnten, sich hier vielleicht nicht ganz so auskennen, warum Felsig. Felsig ist natürlich unsere rechte Rheinseite oder die rechte Rheinseite, wo die Viktoria zu Hause ist. Linke Rheinseite, da reden wir jetzt mal nicht ganz so viel drüber. Und rechte Seite auch unsere Jungs gerade machen jetzt den Kreis. Cello war gerade bei den Schiedsrichtern mit Knipping, dem Dresden-Kapitän. Es sieht so aus, als bleiben beide Mannschaften. Das heißt, die Viktoria von rechts nach links und Dresden dementsprechend von links nach rechts. Erste Halbzeit hat dann die Viktoria den Block 11 im Rücken. Zweite Halbzeit spielen wir drauf an. Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich habe letzte Woche schon den guten Jakob gesagt. Ich höre seit Jahren dieses Lied hier. Seit Jahren. Und ich war letzte Woche total bereichert, wie es kam. Und dann meinte ich den Jakob dann halt zu ihm, ob er das Lied dann kennen würde. Und dann meinte er, ich müsste ihn wieder auch wieder outen, weil er ja kein Kölner ist, als Exilkölner. Und da habe ich dem Jakob erst darauf hingewiesen, ist kein Exilkölner, ist ein Immi. Und das ist schon noch ein ganz großer Unterschied. So, jetzt geht es los. Schiedsrichter Exner hat sich den Ball schon hingelegt. Dynamo Dresden wird wohl den Anstoß machen. Aber es hat sich im Block eigentlich nicht viel getan. Also wir haben jetzt 10 Minuten gewartet, aber dass jetzt die Massen reingekommen sind, ein bisschen was steht noch vor dem Eingang, aber gut. Ich kann mir vorstellen, dass man es auch nicht zu weit hinauszögern möchte. Denn deswegen wird jetzt gleich die Partie angepfiffen. Die Mannschaften sind parat, die Musik geht aus, ihr hört es. Auch der Schiedsrichter steht parat. Es kommt der Daumen von Magenta, vom Aufnahmeleiter. Auch der Schiedsrichter gibt seinen Daumen. Und dann geht die Partie in diesen Moment los. Dresden hat Anstoß und spielt den Ball erstmal lang in die Viktoria-Hälfte. Moritz Fritz mit dem Kopf da. Der Ball jetzt bei Schäffler linke Seite. Einmal zurückgespielt auf Park. Jetzt wieder in der Dresdner Hälfte. Der Linksfuß hat den Ball, spielt ihn zum rechten Innenverteidiger rüber. Zu Kammerknecht, der dann zu Miljutschenko. Der zurück zum Torwart Rejatja und der lange Schlag in die Viktoria-Hälfte. Kein Problem für Lastitz. Ja, Lastitz hat den Ball in Höhe des eigenen Strafraums, 16er, schaut sich in Ruhe an, wenn er anspielen könnte, wird jetzt querspielen auf Chris Gregor. So, jetzt sehen wir auch unter Applaus der Dresdner Fans, die da sind, dass ein neuer Schlag an Leuten reinkommt und eigentlich eine ganze Menge. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine vernünftige Einkommenskontrolle ist, weil die marschieren jetzt einfach alle durch. Aber gut, das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ja, Viktoria am Ball mit Lastitz, alles in der eigenen Hälfte. Paco spielt wieder auf Lastitz zurück. Ja, im Gegensatz zu Wien Wiesbaden läuft jetzt Dresden noch nicht so hoch an und direkt auf den Ball. Das heißt, Viktoria hat die Zeit, sich den Ball hin und her zu schieben. Das heißt, von Lars Dietz wieder auf die Richtung Haupttribüne zu Chris Gregor. Mai zeigt an, er will den Ball haben hier auf der Haupttribüne, auf der Höhe von der Bank von Olaf Jansen. Spielt den Ball weiter auf Lenkfort.
Und Langford holt einen Einwurf raus, den Mai ausführen wird. Ja, Niklas Mai hat jetzt den Ball in der Hand. Er sucht jetzt die Anführmöglichkeit. Moritz Ritz macht einen Schritt zurück. Gregor bietet sich an. Aber, ja, schlau gemacht. Gregor zieht Scheffler raus. Und so kommt dann Lars Dietz an den Ball. Jetzt im Zentrum knapp 15 Meter vorm eigenen 16er. Trägt jetzt den Ball noch ein bisschen weiter nach vorne. Geht in Richtung Mittelkreis. Rechts rüber jetzt gespielt auf Paco Korankiewicz. Und dann der Chipball in Richtung Dresdner 16er. Den kann Knipping klären. Paul Will nimmt die mit der Brust an. Schlägt mit links per Volley raus in Richtung Scheffler. Aber Lars Dietz macht das gut. Stellt den Körper rein. Und dann per Kopf zurück zu Ben Voll, dem Held des Spieltags gegen Wiesbaden. Umso schöner, dass er heute wieder fit ist und heute wieder mit dabei ist. Der Ball zu Gregor, der wieder zu Mai auf die linke Seite und wieder ein etwas längerer Ball in Richtung Meißner, der ins Duell mit Kammerknecht geht. Aber der Ball verspringt ihm, geht vor die Füße von Markus Anfang, damit Einwurf für Dynamo Dresden. Ja, lustig, Gegenrate. Ich beobachte sie gerade ein bisschen, weil wir gerade noch ein bisschen Zeit haben. Alle Dresdner, die jetzt vorher schon standen, haben sich jetzt alle Richtung Mitte zusammengeführt. Das heißt, gleich stehen sie alle zusammen. Jetzt werden auch die Fahnen aufgegangen, die wir gerade vermisst haben. So, jetzt gucken wir wieder aufs Spiel. Chris Krieger, Höhe der eigenen Eckfahne, hat sich den Ball erkämpft. Spielt zurück auf Ben Voll. Ben Voll guckt sich in Ruhe an, was er machen kann. Wird wie immer kurz spielen auf Lars Dietz. Der spielt in die Mitte zu Marcel Risse. Der lässt den Ball weiterlaufen. Der Ball ist jetzt gerade die Mittellinie überquert. Kein Viktorianer Spieler dran. Dynamo Dresden hat sich den Ball erkämpft. Spielt raus auf Schapanowski. Der verliert den Ball jetzt an Simon Hantle. Der spielt den Ball schnell. Meißner hat den Ball. Wieder zurück auf Hantle. Unsauberer Pass. Der sollte eigentlich Langford bekommen in Höhe des Mittelkreises. Hat ihn leider nicht bekommen. So hat Dynamo Dresden sich den Ball wieder erkämpft. Hat den Ball durch Park. Der spielt jetzt rüber auf Kammerknecht. Der wieder zurück auf Knipping. Der wieder zurück auf... Ja, das wird unser Torwart. Das ist der Zungenbrecher für mich des Tages. Drillatscha, würde ich ihn einfach mal aussprechen wollen. Ich hoffe jetzt, die Dresdner zu Hause kriegen jetzt keinen Ohrenschmalz, aber so würde ich ihn mal aussprechen. Ja, das macht ja jeder anders. Die Dortmunder haben ihn Drillatscha ausgesprochen, von wo er kam, von der zweiten Mannschaft vom BVB. Wir sagen Drillatscha. Ihr wisst, wer gemeint ist, ist der Torwart. Alles klar. Sven Müller wäre für uns einfacher gewesen, aber ist heute leider nicht mit dabei. So, jetzt die Ich sehe gerade den Daumen vor uns hoch, also ja. So ganz verkehrt haben wir nicht ausgesprochen. Ball links rausgespielt von Mai in Richtung Hantle. Jetzt geht das Spiel schnell. Niklas Mai läuft in Richtung Eckfahne. Ach, gelegt von Paul Will. Und das ist der erste Freistoß in der Partie. Direkt an der Seitenauslinie, knapp 5 Meter vor dem 16, also knapp 21 Meter vor dem Tor. Direkt an der Eckfahne für die Viktoria. Niklas Mai steht jetzt auch wieder. Ja, da wurde auch nicht lange diskutiert, war ein Foulspiel gewesen. Ja. Paul Will hat auch gesagt, gut, das war ein Foul. Wir haben ja immer so gerne noch Spieler, die gerne diskutieren, aber in dem Fall gab es nichts zu diskutieren. Marcel Risse schnappt sich den Ball auf Höhe, ja, ich würde mal sagen, so gut 20, 25 Meter vom Tor auf Höhe der Auslinie hier auf der linken Seite der Haupttribüne. Marcel Risse läuft jetzt an, mit dem rechten Fuß reingeschlagen, ja, aber zu kurz. Und jetzt die Dresdner im Konter. Jan Czerwakowski und abgelaufen von Marcel Risse, macht er ganz stark, holt sich im Mittelkreis den Ball. Zurückgespielt zu Korankiewicz, die Gefahr erstmal gebannt und das Tempo auch erstmal ausgenommen. Und jetzt hört das, die Dynamo-Fans werden langsam lauter. Während Sontheimer den Ball bekommt, lässt sich jetzt mal abkippen in Richtung eigener Abwehr. Und dann kommt der Ball über Umwege zu Langford. Der kann den Körper reichen, aber verliert dann den Ball über Scheffler. Kommen jetzt die Dresdner in Richtung 16er. Ball von Kade in die Mitte geführt und Lars Dietz haut den mit Volley aufs, knapp unters Dach ins Aus. Einwurf für Dresden, knapp 25 Meter von der Eckfahne bei Block 11 entfernt. Ja, auf Manuel Scheffler bin ich mal persönlich sehr gespannt. Das ist ja ein Spieler, der eigentlich überall, wo er später auch getroffen hat. Muss er natürlich nicht gerade heute machen. Aber auf diesen Spieler bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, wir haben ja schon am Anfang gesagt, Dynamo Dresden den Kader fast komplett geändert. Simon Hantle hat den Ball, versucht schnell zu spielen auf Meister. Ja, Meister kommt an den Ball nicht ran. Ja, das ist ein bisschen versprungen wieder, den guten Robin. Aber die Viktoria holt sich den Ball zurück. Es gibt den Einwurf. Niklas Mai hier vor unseren Augen, direkt vor Olaf Janssen auch, also hier an der eigenen Bank, wirft den Ball in Richtung Meißner. Der spielt gut zu Hantle, aber der versucht es dann mit dem linken Fuß Volley in Richtung Langford. Die Dresdner können klären. Knipping köpft den Ball ins Außen, somit wieder Einwurf für die Viktoria. Simon Hantle lässt den Ball für Niklas Mai, knapp 30 Meter, 25 vielleicht vom Tor entfernt. Erstmal keine Anführungsmöglichkeit zu sehen. Jetzt wieder Gregor, der kurz kommt.
bekommt diesmal auch den Ball. Es klatschen wieder auf Mai, der zurück auf Dietz in die eigene Hälfte. 5 Meter von der Mittellinie entfernt. Quer gespielt zu Koron Kevit. Jetzt angelaufen von den Dresdnern, die dann doch wieder ein bisschen stärker ins Pressing gehen. So jetzt die Viktoria zurückgespielt zu Ben Voll. Der hat den Ball im Halbkreis. Blick rüber zu Lars Dietz. Auch der sucht jetzt die Anspielmöglichkeit. Findet aber nur Chris Greger am eigenen 16er. Jetzt die Dresdner ein bisschen weniger Druck. Allerdings stellen sie die Räume im zweiten Drittel ein bisschen besser zu. Jetzt Greger mal mit einem langen Ball auf Meissner. Der wieder gut links rausgespielt in Richtung Niklas Mai. Der dreht ab, findet Handler im Zentrum. Handler auf Meissner. Meissner zu Sontheimer. Links raus auf Mai. Ja, der Ball kommt gut zu Simon Handle, 5 Meter vom 16er entfernt. Dann versucht das mit dem Seitenwechsel, aber der geht komplett schief. Jetzt die Dresdner wieder am Ball. Paul Will, aber Meissner stört gut. Trotzdem weiterhin die Dresdner. Arslan mit einem langen Ball nach vorne links in Richtung 16er. Ja, Ben Voll, was macht der? Der kommt aus dem Tor raus, aber bekommt den Ball nicht. Und dann ist Lars Dietz da und kann den Ball zum Ausklären. Nee, war gar nicht dran. Nur gibt es den Abschluss für Ben. Ja, das war die 7. Spielminute, das hätte jetzt böse in die Hose gehen können. Also Ben Voll hat überlegt, soll er köpfen, da kam er nicht dran, war zu klein für gewesen, hat zum Glück auch nicht in die Hand genommen. Das hätte man schon direkt mit der roten Karte starten können, das hätte jetzt böse in die Hose gehen können. So, Einwurf für Dynamo Dresden, Simon Handel klärt den Ball gerade über die Außenlinie. Breitmachen wird sich Milchenko. Der schaut an, wie er anspielen kann. Schabanowski steht parat. Aber Viktoria macht die Räume sehr eng. Schäffler bekommt den Ball. Aber geklärt durch Chris Greger. Jetzt Lenkfort. Ach, gestört von Kammerknecht, der sich den Ball holt. Aber er verliert ihn wieder an Simon Handle. Handle, Mai, Moritz Fritz auf der Mittellinie zu Sontheimer gespielt. Aber der Pass für Lenkfort kommt nicht an. Und damit jetzt die Dresdner wieder über die rechte Seite können zurückspielen. Kammerknecht am Ball, rüber zu Knipping. Ja, Dynamo Dresden macht langsam über Park den Spielaufbau, über die Seite der Gegend gerade, wo die Dynamo Dresden-Fans stehen, spielen den Ball auch jetzt wieder zurück. Auch die Dresdner werden jetzt nicht Vollgas geben bei den Temperaturen unten am Platze, da wird auch erstmal langsam aufgebaut. Das heißt, dass, man geht nicht das volle Risiko rein und warum auch, wenn man irgendwo Spielzeit, wir haben knapp noch 80 Minuten Zeit hier. Jetzt bekommt Paul Will den Freistoß, den wollte er auch haben, meckert aber mit seinem eigenen Spieler, weil er den Ball nicht spielen konnte außen. Und jetzt gibt es eine Ermahnung von Schiedsrichter Florian Exner an Lenkfort. Warum auch immer. Ja, ich glaube, weil er den Ball nicht hingelegt hat, sondern über den Dresdner drüber geworfen hat. Wie gesagt, Jurist, da muss alles in Ordnung haben. So, Ordnung jetzt auch im Spielaufbau der Dresdner. Über Kammerknecht, der rüber zu Knippig, knapp 10 Meter vom eigenen 16er entfernt. Links rausgespielt. Und dann kommt der Ball in die Mitte. Moritz Fritz kann ihn abfangen. Aber dann der zweite Ball bei Paul Will, der jetzt das Spiel versucht, ein bisschen schneller zu machen. Allerdings steht die Viktoria gut, gerade auch mit Moritz Fritz, da er den Passweg direkt zustellt. So, jetzt Paul Will und wieder gestört von Moritz Fritz. Jetzt die Grätsche von Moritz. Bekommt den Ball, allerdings Einwurf für die Dresdner direkt bei Markus Anfang, der jetzt auch mehr Tempo fordert von seiner Mannschaft. Ist er ja doch relativ behäbig von Dynamo. Ja, aber gerade auch bei diesem Reingrätschen von Moritz Fritz hat man gesehen, der pusht sich auch selber. Der braucht das richtig, um ins Spiel zu kommen. Also er ist schon wieder unter Betriebstemperatur. Jetzt gerade Chris Greger auch mal wieder aus der Viererkette rausgekommen. Da müssen wir wirklich gut aufpassen. Das werden die Dresdner knallhart ausnutzen, wenn das einmal schief geht. Jo, Einwurf für Dynamo Dresden auf Höhe der Trainerbank von Viktoria vor der Haupttribüne in der Nähe vom Mittelkreis. Schäffler hat den Ball, spielt ihn wieder zurück auf Milchenko. Der spielt wieder zurück auf Kammerknecht. Ja, alles im eigenen Strafraum der Dresdner. Alles ein bisschen behäbig momentan, obwohl... Er kann ein paar Meter gehen, Kammerknecht. Spielt den Ball jetzt in den Strafraum, oder zumindest in die Hälfte der Viktoria. Schäffler kann den Ball nicht richtig annehmen. Lenkfort hat sich den Ball geschnappt. Ah, schön. Ja, Sontheimer kommt nicht ganz ran. Also Lenkfort spielt den Ball zurück auf Sontheimer, aber der kam leider nicht den Ball ran. Dynamo Dresden in der eigenen Hälfte baut wieder auf. Ja, gut von Niklas. Gut. Ball der Dresdner auf die rechte Seite und dann kriegt Niklas Bein noch den Fuß dazwischen. So gibt es Einwurf für die Dresdner. Da hätte noch mal richtig Tempo reinkommen können. Also gut von Niklas, dass er den rausklärt. Milchenko wieder mit dem Einwurf. Auf Scherbakowski. Und man nähert sich langsam den Strafraum der Viktoria. Einwurf schnell ausgeführt. Reingabe von Milchenko. Aber kein Problem für Chris Greger, der sich den Ball holt. Spielt den Ball lang raus.
auf Florian Meister. Der kommt jetzt nicht dran an den Ball. Ja, gut gestört wieder von Moritz Fritz, der den Ball zum Meister spielt. Allerdings verliert er den Ball rechts an Kammerknecht. Und dann versuchen sie Dresdner über Aslan wieder schnell zu machen. Aber Simon Handlert, der linken Fuß dazwischen. Und somit der nächste Einwurf für die Dresdner. Auch wieder hier vor der Haupttribüne. Jetzt erstmal zurückgespielt. Kammerknecht in der eigenen Hälfte. Rüber zu Knipping. Die beiden Innenverteidiger. Zweieraufbau bei Dresden. Also auch kein abkippender Sechser oder was auch immer. Auch kein Torwart, der viel mitspielt. Ja, kaum sage ich es, bekommt Rejaccia den Ball von Kammerknecht. Übrigens Rejaccia komplett in weiß. Unser Torwart Ben Voll komplett in blau. Und die Dresdner am Ball über Kammerknecht. Medichenko, ja, gestört von Moritz Fritz. Allerdings ganz kurz zurück auf Kammerknecht, immer gestört von Meissner. Und da muss er zurück zu Trajaccia, der ist mit einem langen, langen Ball versucht in Richtung Schäffler. Geht ins Duell mit Greger, kann sich erstmal durchsetzen. Legt ab für Will und dann der lange Ball in Richtung Scherbakowski, der im Laufduell mit Niklas May. Und das macht die 37 richtig gut. Keiner geht an den Ball und gibt den Abstoß für Ben Voll. Ja, wir haben jetzt zur Zeit gespielt genau 12 Minuten. Ich würde sagen, langsamer Beginn eigentlich. Das haben wir letzte Woche von Dynamo gegen den Wiesbaden ganz anders erlebt gehabt. Da waren die Temperaturen noch ein bisschen anders gewesen. Ben Voll spielt den Ball jetzt weit raus. Mai kann den Ball annehmen. Jetzt kann er Tempo, jetzt hat er ein bisschen Platz, kommt über die Mittellinie, spielt den Ball weiter auf Simon Handle. Der spielt direkt wieder weiter auf Mai. Wir sind jetzt auf Höhe des 16ers bei Dynamo Dresden. Will kommt nicht dran, aber leider zu weit vorgelegt von Mai. Ja, kein guter erster Kontakt mit rechts versucht von Niklas und dann geht der Ball schon ins Aus. Direkt vor unserem neuen WIP-Zelt und somit gibt es jetzt den Abschluss für Dresden. Abschluss Dynamo Dresden, Ball zur Mittellinie herausgeschossen. Dynamo Dresden auf der Seite der Gegengerade, wo ihre Fans stehen, kommen langsam über die Mittellinie rüber. Schäffler läuft, Schäffler bekommt den Ball, Strafraum kann vorbeiziehen an Ben Voll, ein Tor, Dresden 1-0. Ja. Ahmed Arslan macht das 1-0 für Dynamo Dresden. Ja, einmal schnell gespielt, Schäffler spielt den Ball rüber. An Ben Voll vorbei und Aslan braucht eigentlich nur noch reinzulegen den Ball. Also es war jetzt keine Schwierigkeit gewesen. 1-0. Tja. Da muss irgendwas komplett schiefgelaufen sein in der Abwehr. Es sah ein bisschen aus nach versuchter Abseitsfalle, die nicht funktioniert hat. Und so kommen dann die Dresdner mit 3 Mann aufs Tor zu. Ben Voll muss sich dann entscheiden. Die jungen Leute sagen Sweaten dazu, wenn man den Ball dann rüberlegt, ohne dass der Torwart irgendwas machen kann. Und dann steht Aslan 5 Meter vorm Tor frei und macht das 1-0 für Dynamo Dresden. Hier im Sportpark Höhenberg. Ja, für mich kam das Tor jetzt eigentlich aus nichts. Das war jetzt überraschend gewesen, aber wie gesagt, es kann die Abseitsfalle gewesen sein, die nicht funktioniert hat. Schäffler hat das wirklich sehr gut gemacht, an Voll vorbei. Und Aslan musste den Ball einfach nur noch reinschieben halt. Ja, 1-0 für Dynamo Dresden. Gehen wir wieder ins Spiel rein. Lars Dietz kann den Ball gut in den Mittelkreis tragen. Da ist Handel gestört von 3, macht das aber gut. Spielt auf Fritz, der zurück auf Greger, der jetzt mal alleine in der letzten Kette. Ja, tut dann Ben Voll folgerichtig, nachdem er da von Schäffler angegangen wird. Erstmal Lars Dietz wieder zu Greger. Und jetzt stehen die Dresdner auch ein bisschen höher als vorher. Also die Kette ja fast an der Mittellinie. Während Lars Dietz jetzt den Ball hat, aus dem 16er rausgeht. Ja, versucht jetzt nochmal den Sprint anzuziehen gegen Schäffler. Muss er aber nochmal das Tempo rausnehmen. Abdrehen, Spiel zu Greger. Ja. Der macht jetzt auch noch mal ein paar Meter nach vorne, ist jetzt im Mittelkreis, versucht den langen Ball auf die rechte Seite zu Paco, aber der ist viel zu lang, viel zu hoch. Und damit Einwurf für die Dresdner, knapp 25 Meter von der Eckfahne entfernt. Ja, wir haben ja vor dem Spiel schon gesagt, wer das erste Tor schießt, die andere Mannschaft wird sehr, sehr schwer bei den Temperaturen. Und so ist es jetzt leider auch gekommen. Mal gucken, wie die Viktoria reagiert. Einwurf für die Dynamo Dresden. Kade hat einen kleinen Querschläger gemacht nach dem Einwurf. So, jetzt hat Lenkfort den Ball in Richtung Strafraum gespielt, da kommt aber leider keiner ran von Viktoria. Ja, Trijaccia, da kommt auch keiner ran. Auch keiner von den Dresdnern. So gibt es Einwurf für die Viktoria. Auch wieder knapp 20 Meter von der Eckfahne entfernt. Niklas May macht und wirft den Ball erstmal zurück zu Chris Greger in der eigenen Hälfte. Die Dresdner stehen jetzt gerade ein bisschen tiefer. Niklas May, ja, kommt in der Dresdner Hälfte an den Ball, angegangen von Arslan. Und das macht Dresden gut. Aber der zweite Ball gehört wieder der Viktoria. Fritz auf Risse, der jetzt mal im Zentrum ist. 35 Meter vor dem Tor. Relativ frei. Ja, kippt aber nochmal ab, sucht Moritz Fritz, der links rausgespielt zu Niklas May. Handle frei, aber lässt klatschen für May, der wieder zu Handle. Handle 20 wieder vom Tor und dann hat der Rejaccia den Ball gefangen. Der war relativ zentral. Kein Problem für den neuen Torwart, der Dresdner.
Ja, was auffällt, die rechte Seite wird ein bisschen verwaist bei der Viktoria. Patrick Korunkiewicz steht ja schon mehrmals Freizeit immer in Ballern, spielt den mal zu mir. Marcel Risse hat ihn wieder quer gespielt gehabt, auch Simon Hantel hat ihn nicht gespielt gehabt. Aber es war mal wieder eine schöne Chance für die Viktoria gewesen. Aber kein Problem für Toyota Tölgatscher. Jetzt wieder die Dresdner über die linke Seite, über Dennis Borkowski, neuer Mann von RB Leipzig, Angriff von Korunkiewicz, auch Ex-Leipziger. Aber gut gemacht von den Dresdnern. Park hat den Ball, spielt ihn zum rechten Innenverteidiger zu Kammerknecht, der kurz wieder auf Militschenko. Ja, der sucht Schäffler, den Wandspieler, und dessen Ball auf die rechte Seite zu Arslan kommt nicht an, geht ins Aus. Und somit der nächste Einwurf, und ihr könnt raten, wer es macht. 3-2-1, es ist natürlich Niklas May. Ja, wenn man denkt, Niklas May ist jetzt auch noch nicht so alt, also der hat schon eine Menge Verantwortung. Er macht die ganzen Einwürfe hier auf unserer Seite halt, also schon vorbildlich. Und natürlich noch ein guter Einwurf. Natürlich, aus der eigenen Jugend. Moritz Ritz spielt schnell weiter auf Robin Meissner. Robin Meissner wechselt die Seite Richtung Mitte auf Marcel Riss. Er müsste jetzt auf Patrick Korunkiewicz spielen. Macht ja. Er auch. Sehr gut. Höhe des 16 Meter von außen rein, die Flanke. Jetzt aus der 2-3-7-Lante schießt, aber ein Dresdner dazwischen. Ja, Kammerknecht bekommt den Rücken dazwischen, aber der Ball ist noch heiß. Chris Greger 20 Meter vor dem Tor, sucht nicht nach, sondern den Pass zu Sontheimer, und der sieht diesen Raum nicht. Ahnt nicht damit. Wenn der Ball geht. Da sieht man mal die Unterschiede zwischen Simon Handler oder jetzt Chris Kreger zum Beispiel. Simon Handler hätte wahrscheinlich aus der Position drauf geschossen. Ja. Und Chris Kreger, der hatte versucht, den Ball noch weiterzuspielen halt. Hat man ein schönes Tor gemacht gegen Hoffenheim, wer sich daran erinnert. Letzte Saison gegen Hoffenheim. Ähnliche Position. Jetzt erstmal wieder Dresden über die linke Seite. Park, Höhe des 16-Meter-Raums, spielt zurück zu Drejaccia. Viktoria steht auch relativ hoch. Jetzt der lange Ball in Richtung Moritz Ritz, der sich gegen Arslan durchsetzen kann. Links rausgespielt zu Simon Handle. Ja, versucht Niklas May mitzunehmen, der da kreuzt. Aber die Dresdner haben Fuß dazwischen. Und es gibt den Einwurf wieder für die Viktoria. Linke Seite, Niklas May. Also selbst die alten Spieler geben dem Niklas May den Ball. Also der macht ja wirklich jeden Einwurf. Ja. Ja, Frage, wohin? Lenkfort kommt kurz. Bisschen wenig Bewegung, ja. Jetzt müssen wir mal. Schiri Exner sagt, Jungen, machen wir voran. Ja, macht es lang in Richtung Meissner. Ja. Weniger Erfolgsaussichten. Die Dresdner können klären, lange Ball von Kammerknecht. Dann von Lars Siez mit dem Kopf weiter zu Lenkfort, der auch mit dem Kopf. Und dann Knipping nochmal mit dem Kopf. Der nächste Kopfball von den Dresdnern. Jetzt sind wir im Mittelkreis. Scheffler, Borkowski, schönes Dreieckspiel auf Arslan, der gegen Greger. Aber der hat den Fuß dazwischen und kann kurz vor dem 16-Meter-Raum den Ball klären. Na, hat ihn erstmal noch am Fuß. Was macht er? Ja, macht das sehr, sehr cool. Chris Greger spielt den Ball zu Niklas May, der ins Zentrum zu Fritz. Und jetzt mal ein bisschen Platz für Sontheimer. Muss die rechte Seite mitnehmen. Macht er auch. Nimmt Marcel Risse mit. Wir sind in der Dresdner Hälfte und Risse im Duell mit Park. Nimmt Sontheimer im Zentrum mit. Ja, da bietet sich Moritz Fritz an. Jetzt am 16-Meter-Raum. Rechts raus zu Risse. Der bringt die Flanke in die Mitte. Und das Lenkfort kommt nicht an den Ball. 5 Meter vor dem Tor. Ganz, ganz knapp verpasst. Kevin Lenkfort wäre einschussbereit gewesen. Aber der Ball, ja, kam ein bisschen höher, als Lenkfort damit gerechnet hat. Und so geht der Ball ins Aus. Einwurf für die Dresdner. Also obwohl es jetzt 1-0 für Dynamo Dresden steht, aber so, wenn man sich das Spiel so langsam auch die letzten paar Minuten anguckt, also ich glaube, das ist ein Spiel, was die Viktoria auf jeden Fall noch drehen kann. Ja, also es ist nicht klar auf Dresdner Seite auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr ausgeglichen bisher. Ihr hört es ja auch, klare Torchancen gab es bis auf das Tor relativ wenige. Klar, der Abschluss, den wir einmal hatten von Simon Handle. Bisschen mehr Einwürfe, einer davon jetzt auch wieder für die Dresdner. Rechte Seite Militschenko in Richtung Scheffler, der im Duell mit Greger, der das gut macht. Aber Scheffler bekommt nochmal den Fuß dazwischen. Kade. Und er dann mit dem Fehlpass auf die rechte Dresdner Seite. Da ist Niklas May, macht das wieder sehr abgeklärt gegen Jan Czerwakowski und darf so einwerfen auf den Ball zu Greger. Ja, Chris Greger spielt den Ball Richtung eigenen Strafung auf Lars Dietz. Lars Dietz hat den Ball. Wir sprechen gerade alles in der 20. Spielminute ab. So, Chris Greger hat den Ball wieder. Leichter Spielaufbau. Er spielt zurück auf Ben Voll, unseren Torhüter. Der wird jetzt gleich wieder ihm den Ball zurückgeben. Halt. Die Dresdner laufen langsam an. Scheffler macht hier seine Meter. Der spielt, Chris Greger spielt wieder zurück auf May. Der wieder auf unseren Torhüter zurück, Ben Voll. Jetzt im Moment haben wir keine Möglichkeit, das Spiel aufzubauen. Lars Dietz geht langsam aus dem eigenen Strafraum raus. Zeigt an, Jungs, wen soll ich anspielen? Ihr müsst euch auch ein bisschen bewegen. Lars Dietz geht selber. Wenn er keinen anspielt, dann läuft er selber. Oh, aber jetzt von Scheffler. Wird von Scheffler gestoppt. Aber ja, da kann man auch Vorteil laufen lassen. Allerdings, Lars Dietz, ja, dreht sich da ein bisschen auf den Boden. Scheffler geht von hinten mit der Grätsche rein. Nicht rotwürdig. Jetzt muss auch der Ball ausgetauscht werden. Nö, es gibt noch nicht mal eine Karte. Also gelb hätte ich schon gesehen. Nicht nur auf seinem Trikot, sondern auch als Karte. Mhm. Ja, ich glaube, er hat auch ein bisschen Ball getroffen. Ich glaube, das
ja, schützt ihn so ein bisschen. Bevor der Freistoß, na, jetzt wurde ausgeführt. Schon schnell gemacht, die Dresdner können damit nicht rechnen. Jetzt Marcel Risse, ja, ich weiß auch nicht, was das sein sollte. Also wenn es ein Ball in 16er war, war er völlig falsch. Also ich habe mir mal die Spiele von Florian Exner so angeguckt, so die letzten paar Jahre. Also ist kein Garant für viele Karten. Also das heißt auch, letztes Jahr, wie wir in Berlin 2-1 verloren haben, hat er auch nicht viele Karten gegeben. Vielleicht ist das so ein Ding, sagt, gut, nicht direkt beim ersten Foul eine Karte zu geben. Obwohl natürlich bei Schäffler hätte man sagen können, das war schon grenzwertig gewesen halt. Ja. Gut. Aber es ist, wie gesagt, keine Karte. Es gab auch wenig Proteste. Also ich glaube, er hat dann doch ein bisschen Ball getroffen. Jetzt bekommt er auch gerade wieder den Ball von Riyad, der den Abschluss gemacht hat. Allerdings klatschen lassen und jetzt die Viktoria. Risse zu Simon Handel, 30 Meter vom Tor mit ganz gut Tempo, hat relativ viel Platz. Liegt links raus auf Meissner, der am Strafraum Eck und der Abschluss vorbei. Oh, und das 1:1! Robin Meissner macht das Tor! Ausgleich für die Viktoria! So, nicht, dass ihr wundert, wir werden jetzt umgekippt vor lauter Freude. Wir hatten ja letzte Woche die Seerunde zu Gast gehabt und da hatten wir auch nach dem Spiel so eine kleine Fragerunde gehabt, was kann man verbessern für Leute, die im Stadion das Spiel sich anhören. Und die sagten es ganz einfach, während das Tor fällt, wenn die Stadionmusik kommt, wenn der Stadionsprecher spricht, man hört im Stadion nichts. Deswegen haben wir uns, werden wir versuchen, uns jetzt anzugewöhnen, dass man halt erstmal den Torjubel ausspielen lässt, die Musik halt. Und Besnik, das ist ein richtiges Beispiel jetzt, wo die Seehunde da sind. Man kann die Spiele ja auch hier im Stadion hören. Was muss man dafür machen? Ihr müsst relativ wenig machen. Ganz kurz vielleicht für die, die Seehunde nicht kennen. Das ist ein blinden und sehbehinderten Fanclub aus, oder eine Gemeinschaft aus verschiedenen Fanlagern von sehbehinderten und blinden Menschen. Die waren letzte Woche zu Gast hier und haben uns so ein bisschen Feedback gegeben. Was die Seehunde gemacht haben, es war relativ einfach. Die sind unten zum Fanbütchen gegangen, zu Rita und Chris, und haben sich da unsere Funkgeräte ausgeliehen gegen einen Pfand. Personalausweis gebt ihr ab, wenn ihr da Interesse dran habt. Geht unten zum Fanbütchen, wenn ihr reinkommt, seht ihr das auch direkt. Gebt euren Personalausweis ab, bekommt Funkgeräte und könnt euch dann irgendwo ins Stadion setzen. Ihr müsst gar nicht bei uns in der Nähe sein. Wir haben auch keinen speziellen Blindenbereich oder Sehbehindertenbereich, sondern ihr könnt euch irgendwo ins Stadion setzen und könnt dann das Spiel auch als sehbehinderte und blinde Menschen hier mitverfolgen. Denn das Fußballradio Schelsig ist nicht nur ein Fanradio, es ist auch ein Blindenradio, gefördert von der Stiftung Aktion Mensch. So, wir haben jetzt gerade Trinkpause gehabt, deswegen konnten wir auch gerade so viel erzählen. Schiedsrichter Exner hat jetzt mal eine kurze Pause eingelegt. Besnik, müssen die Leute sehbehindert sein oder kann ich auch als Normalzuschauer mir die Sachen ausleihen? Also die Geräte werden natürlich geblockt für blinde und sehbehinderte Menschen, aber ihr könnt euch auch die Geräte so holen. Bitte, wenn ihr als blinde oder sehbehinderte Menschen ins Stadion kommen wollt, schickt mir gerne eine E-Mail, besnik.arbeitsei@viktoria1904.de oder auch an spielbetrieb@viktoria1904.de und dann können wir euch die Funkgeräte im Vorfeld blocken. Wenn ihr hier hinkommt und habt es vorher nicht reserviert, können wir euch nicht garantieren, dass ihr auf jeden Fall eins bekommt. Was wir garantieren können, ist, dass das Spiel jetzt gerade weitergeht mit Schiedsrichterball bei den Dresdnern. Linker Seite Park, zurückgespielt auf Knipping. Kammerknecht hat jetzt den Ball. Militschenko rüber zu Arslan an der Mittellinie. Gut gestört von Sontheimer. Simon Handler mit einem guten Ball auf Meissner, 10 Meter vor dem 16er. Macht das gut, setzt sich durch. Und dann Simon Handler verspringt ein bisschen der Ball. Und dann ja, versucht das mit einer Grätsche. Und das war dann Foul an Julius Kade, damit Freistoß für die Dresdner. Ja, Freiheit siegt. Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von einem Viktoria-Fan aus Köln-Hohlweide, der gute Jürgen. Und er sagt, er möchte ganz gerne mal gegrüßt werden. Gut, dann machen wir das einfach mal. Ich grüße den Jürgen Hohlweide. Ich hoffe, du hast im Moment Spaß mit dem Spiel 1:1. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen, genau. Falls natürlich jetzt 20 andere Leute uns auch begrüßt werden wollen, das wird wahrscheinlich nicht ganz klappen. Aber Jürgen war der Erste gewesen. Also Jürgen, liebe Grüße nach Hohlweide. 1:1 zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden. Das Tor war natürlich sehr schön gewesen für die Viktoria. Halt durch Robin Meissner. Natürlich eine schöne Vorlage von Simon Handel gewesen, der sehr, sehr wichtig für die Viktoria ist. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da auch wieder ins Spiel zu finden, beziehungsweise im Spiel waren wir, aber haben uns nicht belohnt für gute Arbeit. Ich finde, gerade gegen Ball sind wir sehr, sehr stark. Jetzt müssen wir gerade gegen Ball wieder arbeiten und machen das auch gut. Holen den Ball am eigenen 16er. Chris Krieger zurückgespielt zu Ben Voll, der bisher wenig gefordert wird. Schlägt den Ball lang zu Meissner. Ja, die 1,82 sind manchmal doch nicht genug gegen die großgewachsenen
Dresdner Innenverteidiger. Jetzt dabei bei Sontheimer und der macht das gut. Wird gestört von Scherbakowski, aber legt raus zu Mai, der zu Handle. Wieder zurück auf Chris Greger. Ja, Scheffler ist an ihm dran. Allerdings der lange Ball von Greger und den kann Meissner jetzt mal kontrollieren im Duell mit Kammerknecht. Sieht Sontheimer oder ganz viel Platz auf der rechten Seite. Patrick Konkier mit 30 Meter vom Tor läuft jetzt in Richtung 16 und verspringt der Ball. Und Knipping kann den Ball ins Ausklären. Einwurf für die Viktoria. Schade, dass der Ball versprungen ist. Das war eine gute Chance. Er hatte freie Bahn aufs Tor gehabt. Jetzt Sontheimer Richtung Strafraum. Paco den Ball auch wieder, spielt jetzt raus aus Marcel Risse. Eine Flanke rein in die Mitte zu Simon Handle. Lenkfort hat den Ball, stoppt den Ball. Sontheimer müsste mal schießen, abseits, aber abseits. Ja, schade. Ja. Was man sehr, sehr oft sieht heute, Daniel, vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, Simon Handle kurz vorm 16er mit relativ viel Raum. Also schon zweimal zum Abschluss gekommen und zwei gute Steckpässe auf Meissner. Eigentlich ist Simon ja links außen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Dresdner sich mehr auf Lenkfort und Meissner konzentrieren. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal wieder aufs Spiel. Scherbakowski im Laufduell mit Niklas Mai, aber das macht Mai gewohnt gut. Ich bin bald zu voll und er wieder zurück zu Niklas. Ja, Simon Handler hat eigentlich, ich glaube, bei dem Verein schon fast alle Positionen bis auf Torwart gespielt. Also der ist auch flexibel einsetzbar und ein ganz wichtiger Mann. So, Höhe des Mittelkreis, Foul an Moritz Fritz. Ja, Moritz Fritz wollte den Ball schnell ausspielen, aber Aslan stellt sich davor, spielt zurück auf Dietz, Höhe des Mittelkreises, der einen langen Ball auf den Seitenwechsel, auf Simon Handle, kommt Simon Handle noch dran, ja. Höhe der Eckfahne, die Flanke in die Mitte rein, aber leider zu weit raus. Lenkfort kommt da nicht dran. Marcel Risse im Laufduell mit Park und ja, Einwurf für Dynamo Dresden. Höhe der Eckfahne, der Gegend gerade, wo auch ja, die Gästetribüne etwas spärlich besetzt ist, aber die Jungs sind alle hoch im Schatten gegangen. Ich glaube, denen ist es zu warm geworden auf der Tribüne. Ja, Risse mit der Hacke, aber dann auch ins Aus. Also ungefähr Raumgewinn, 10 Meter für Dynamo Dresden. Einwurf. Ja, Park hat den Ball, sucht sich einen Spieler aus, spielt auf Paul Will. Der spielt den Ball nach vorne, aber in Siemensland, Viktoria Köln, hat den Ball sich sichern können. Spielen zurück auf den eigenen Torwart, Ben Voll, in Höhe des 16ers. Ja, da sind, ich weiß nicht, ob ich es auch jetzt pfiffe. Ja, genau, das war jetzt, was mich ein bisschen abgelenkt hat. Komplett. Das hat mich jetzt auch ein bisschen kurz abgelenkt, dass irgendein Scherzkeks, der eine Pfeife dabei hat. Und dann hat der Schiedsrichter auch die Pfeife die ganze Zeit im Mund. Ja, das kann böse in die Hose gehen halt. Ja. Und ich hoffe mal, dass das schnellstens unterbunden wird. Jetzt der Ball zu Ben Voll, gut zu Sontheimer und der wird nicht unterbunden. Hat im Mittelkreis den Ball, kann den Ball gut rausspielen auf Handle, aber Scherbakowski macht das gut. Fängt den Ball ab zu Driljaccia, der wieder zu Jan Scherbakowski im Duell mit Sontheimer, der gut dazwischen geht. Ball geht ins Aus, Einwurf für Dresden. Und an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis, gleich in der Halbzeit wird Benjamin Hemke zu uns kommen. Noch ein paar Einblicke geben, ist ja aus der U19. Frisch hochgekommen zu den Profis, war jetzt auch verletzt, ist wieder zurück im Training. Bleibt gerne dran und hört, was der gute Junge zu erzählen hat. Ja, freut euch. Das Interview wird der gute Besnik machen, der den ja eigentlich auch schon mal länger kennt, den Spieler. Du hast uns seit 2 Jahren gesagt, dass du verfolgst ja, schon den Weg von ihm. Genau. Seit du bei uns bist halt. Also jedenfalls reinhören, wenn Besnik gleich in der Halbzeitpause das Interview führt. Chris Gregor hat den Ball, spielt weiter auf Robin Meissner. Mai leicht über der Mittellinie, wird gestört. Ja, faul. Ja. Und das ist die erste gelbe Karte für Kammerknecht. Ihr habt es gehört, Jan Rissvik, unser Stadionsprecher, hat es auch gerade nochmal durchgesagt. Also das Pfeifen mit Trillerpfeifen soll doch bitte unterlassen werden. Während jetzt gerade Exner die erste gelbe Karte verteilt, wie gesagt, Kammerknecht. Es gibt den Freistoß für die Viktoria, halb linke Seite. Knapp ja, 25 Meter, 30 Meter vom Kasten von Driljaccia entfernt. Der Ball ist jetzt gerade bei Sontheimer angetroffen. Wird sich damit Marcel Risse hinstellen. Ja, machen sie auch so. Ich denke mal, der Ball wird von Risse kommen. Würde mich wundern, wenn es anders wäre. Paco macht die Absicherung. Ansonsten fast alle eigentlich am 16er. Der Ball kommt von Risse kurz. Ja, auf Paco. Der spielt den Ball in den 16er in Richtung Lenkfort. Aber Aslan mit dem Kopf da. Jetzt die Kontermöglichkeit für die Dresdner. Über die linke Seite Dennis Borkowski, gestört von Dietz, aber kann sich durchsetzen. Die Leihgabe von Leipzig und jetzt gelegt von Lars Dietz. Freistoß für die Dresdner. 35 Meter vom Kasten. Das ist die zweite gelbe Karte in der Partie. Lars Dietz. Ja, gerade Florian Ex noch gesagt, der verteilt kaum Karten und innerhalb von 2 Minuten jetzt schon die zweite Karte. Ja, kann man beide. Kann man wieder geben. Kann man wieder taktisches Foul. Ja, ja.
Damit auch zwei Innenverteidiger vorgewarnt, einmal auf Kölner Seite und einmal auf Dresdner Seite. Borkowski liegt auch noch, beziehungsweise sitzt noch. Ja, der zieht sich gerade die Stutzen hoch, also da ist nichts Großes passiert halt. Hart im Nehmen, der Mann hat einen guten Abschluss, konnten wir leider bisher auch schon erleben in dieser Saison. Den sollte man nicht so aus dem Schuss kommen lassen. Also Paco ist gefordert, jetzt auch die Abwehr bei dem Freistoß, der jetzt kommt von der linken Seite. Ja, ich glaube, Paul Will macht. Hebt die Arme, wieder mal mit links in Richtung Ben Voll und er hat ihn. Fängt ihn ab mit den Händen, kein Problem für die neue Nummer 1 der Viktoria. Ja, Ben Voll schaut sich an, wie er anspielen kann, spielt auf Chris Kräger, der weiter auf Fritz. Wir haben jetzt genau gespielt, 32 Spielminuten im Hömerer Sportpark. Bei bestem Fußballwetter 1:1 steht es, 0:1 durch Aslan in der 14. und Robin Meissner in der 22. zum 1:1 für Viktorianer oder Dynamo-Fans, die sich gerade eingeschaltet haben. Ja, Spielaufbau langsam Lars Dietz. Dynamo Dresden läuft langsam an. Sontheimer spielt zurück auf Ben Voll. Ben Voll wird jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auf Chris Kräger spielen auf Höhe der Haupttribüne. Da hat er nämlich ein bisschen Platz. Da steht kein Dresdner, der anläuft. Ja, Chris Kräger läuft, so wie vorhin auch Lars Dietz. Wenn keiner angreift, dann laufe ich auch nach vorne. Spielt auf Simon Handle. Simon Handle geht den sicheren Weg, spielt wieder auf Ben Voll in eigenen Strafraum zurück. Moritz Fritz ist ein bisschen unzufrieden, dass die Kameraden sich nicht so bewegen, dass die Spieler auch angespielt werden können. Lars Dietz hat den Ball, alles in der eigenen Hälfte. Wieder keine Bewegung. Lars Dietz versucht jetzt den schnellen Ball zu spielen auf Marcel Risse. Der bekommt den Ball auch. Versucht, sich allein durchzusetzen. Ja, der hält den Ball, aber verliert den Ball jetzt. Schade. Borkowski hat den Ball am Mittelkreis und kann ihn gut weiterleiten zu Arslan, aber der Chipball in Richtung Schäffler geht völlig schief auf die rechte Dresdner Seite, wo jetzt Moritz Fritz den Ball noch bekommt. Macht es über Handle. Ja, unser aber passt zu Mai und dann kann Kade den abfangen an der Mittellinie und spielt zurück zu Stefan Driljaccia. Erstmal das Tempo rausgenommen bei Dynamo. Tim Knipping hat den Ball mit dem linken Fuß drüber gespielt zu Kammerknecht. Der zu Julius Kade. Wieder zurück zu Kammerknecht. Währenddessen wollen wir uns einmal bedanken bei über 300 Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön, dass ihr mit dabei seid beim bisher 1:1 zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden. Die Gäste auch weiterhin am Ball über Kammerknecht und über Knipping. Dreieraufbau jetzt bei den Dresdnern, vorher Zweieraufbau. Jetzt Knipping über die linke Seite, kurz gespielt auf Arslan, 6 gegen 6, Arslan gegen Sontheimer, aber Arslan kann sich durchsetzen und dann, naja, Park mit dem Versuch, den Ball wieder zurück zu Arslan zu spielen und dann ist Risse mit dem Fuß dazwischen. Ja, sogar eine Grätsche von Marcel Risse, also der kämpft auch bei dem Wetter, also sehr schön. Ja, schnell ausgeführt den Einwurf von Dynamo Dresden, Will köpft den Ball weiter auf Borkowski ist es. Borkowski muss das sein, ja, genau. Aber der verliert den Ball an Paco, gibt ihm noch einen mit. Aber nicht so schlimm, dass Schiri Exner hätte pfeifen können. Ballbesitz weiter in Viktoria Köln. Ball geht in den Mittelkreis. Robin Meissner kann sich nicht durchsetzen. Langer Ball von Dresden in die Hälfte von Viktoria Köln. Borowski hat den Ball, verliert den Ball aber an Marcel Risse. Der spielt den Ball raus. Lenkfort von Viktoria Köln bekommt den Ball nicht. Sontheimer mit einem Querschläger. Das heißt, Dynamo Dresden kann sich den Ball wieder schnappen. Durch Julius Kade. Der spielt weiter auf Milchenko. Milchenko spielt außen auf Scherbakowski. Der wieder zurück auf Milchenko. Tja, Kammerknecht. Ja, wenig Bewegung im Spiel. Langsamer Spielaufbau. Dresden wurde bisher immer dann gefährlich, wenn sie schnell spielen konnten, unsere Abwehr ausgehebelt haben. Jetzt geht es Außenseite der Gegend gerade, wo die Fans von Dynamo Dresden sind. Park spielt den Ball wieder zurück auf Kammerknecht. Kammerknecht schaut an, ob er die Schnittstelle spielen kann, auf Schäffler. Schäffler im Zweikampfduell, ja, mit Chris Kräger. Chris Kräger, da kommt er nicht vorbei. Mai spielt den Ball über die Außenlinie schnell weiter zu Robin Meissner. Wenn Viktoria schnell spielen könnte, in die Schnittstelle rein, zu Lenkfort. Aber der kommt nicht ganz in den Ball rein, Höhe des Strafraums, des 16ers. Aber geklärt von Dynamo Dresden. Kammerknecht hat den Ball, spielt einen langen Ball, unsauber auf Lars Dietz von Viktoria Köln. Der spielt weiter auf Sontheimer, der bekommt den Ball nicht. Außenseite Dynamo Dresden, Höhe der Gegend gerade. Angriff der Dresdner. Ball in den Strafraum rein, aber geklärt von Lars Dietz. Dynamo Dresden, Ball wieder in der eigenen Hälfte. Auch langsamer Spielaufbau wieder. Wieder zurück auf Kammerknecht, der zusammen mit Militschenko eigentlich die einzigen Spieler sind, die in der Hälfte von Dynamo Dresden stehen. Aber dennoch ist es jetzt ein Duell, was sich teilweise auch im Mittelfeld abspielt. Ja. Jetzt aber schnell gespielt von Dresden und ein Foul von Mai.
Ja, schubst da Schabakowski ein bisschen weg. Ja, glaube ich, ein bisschen unnötig. Aber auch keine gelbe Karte, nicht gelbwürdig. Es gibt einen Freistoß für Dynamo, direkt an der Seitenauslinie, etwa auf Höhe der 16-Meter-Linie. Arslan und mal wieder Paul Will stehen da bereit. Arslan würde es mit rechts machen, vom Tor weg. Will würde es mit links machen, zum Tor hin. Zwei-Mann-Mauer bei der Viktoria, der Ball kommt von Arslan in die Mitte. Ja, Kammerknecht köpft nochmal in den 5-Meter-Raum. Da ist Paco und dann der Schuss von Knipping. Und Moritz Pritz kann erstmal rausköpfen auf Meißner. Bleibt aber hängen und dann kann Mai nochmal rausklären. Ja, der zweite Ball gehört dann wieder den Dresden an Schabakowski. Erstmal ein bisschen das Tempo raus. Paul Will führt den nochmal rechts raus auf Schabakowski. Die Viktoria wieder halbwegs in der Ordnung. Paul Will kann sich aus. Nicht gegen Lektor durchsetzen. Aus. Der Ball ist im Aus. Es gibt Abstoß für die Viktoria. Ja, schade. Viktor hat den Ball gerade nicht sauber spielen können. Das wäre eine Chance gewesen auf den Konter. So bleibt es weiter beim 1:1. Ben Voll macht den kurzen Abstoß auf Chris Kräger. Das alles in der 37. Spielminute. Moritz Fritz hat den Ball, geht langsam ein paar Schritte vor, wird auch von Schäffler angelauert. Der spielt auf Chris Kräger wieder. Moritz Fritz von Viktoria Köln wieder auf Chris Kräger, der wieder zurück auf unseren Torwart. Ben Voll, der spielt im eigenen 5-Meter-Raum den Ball jetzt raus auf Marcel Risse. Sehr schön gespielt. Ja, Cello jetzt mit relativ viel Platz am Mittelkreis, überquert jetzt die Mittellinie und dann der lange Ball in Richtung Simon Handle zur Eckfahne. Ja, Simon bekommt den noch, geht ins Duell mit Militschenko. Nee, liegt kurz auf Sonntheimer, die Grätsche von Schabakowski komplett schief, Sonntheimer weiterhin am Ball. Zu Risse, der zu Mai, wieder links raus auf Simon Handle und schöner Ball in den 16er zu Sonntheimer, der kann es gegen Schabakowski einmal durchsetzen und spielt den Ball in den Rückraum, das ist wieder Robin Meissner und dann ist Park mit dem... Ja, mit dem Bauch dazwischen, aber die Viktoria weiterhin in Ballbesitz. Rechte Seite Paco, schöner Doppelpass mit Meißner, der jetzt vor dem 16er steht. Ja, nimmt Risse mit, der bringt die Flanke. Kammerknecht kann erstmal rausköpfen. Der zweite Ball gehört Lars Dietz, kurz zu Fritz. Erstmal das Tempo raus. Situation aus Dresdner Sicht klärt, auch wenn die Viktoria am Ball bleibt. Über die rechte Seite Lars Dietz, der den Ball rausspielt auf Rissehöhe der 16-Meter-Linie, legt den Ball vor den 16er zu Sonntheimer. Sonntheimer auf die Grundlinie zu Paco, aber die Flanke bleibt hängen bei Park. Bei dem Mann, der von Werder Bremen gekommen ist. Und so gibt es Einwurf für die Viktoria, schnell ausgeführt von Paco. Zurück in Richtung Risse, in Richtung Mittellinie. Hat den Ball auf dem rechten Fuß, wird nicht angegangen. Spielt den Ball jetzt in die eigene Hälfte, wo nur Lars Dietz steht. Kurz auf Kräger, der jetzt auch mit zurückkommt im Mittelkreis. Links rüber zu Niklas Mai, der wieder zu Kräger. Ja, 3-3 da. Ja, würde mich nicht wundern, wenn Voll gleich wieder mit den Aufbau genommen würde. Aber der Ball über die rechte Seite erstmal Risse. Mit dem Ball in die letzte Linie. Lenkfort im Duell mit Militschenko, der sich auch erstmal durchsetzen kann. Aber muss sich wieder mit einem langen Schlag begnügen, den dann Niklas Mai bekommt. Sehen wir relativ häufig heute, dass die Dresdner doch eher die langen Bälle vor den Braus spielen. Und der zweite Ball gehört dann oft der Viktoria. Jetzt erstmal Lars Dietz zu Patrick Kornkewitsch, zentral am Mittelkreis. Ja, ein bisschen gezogen da von Park, aber das Spiel läuft weiter. Dietz rübergespielt zu Kräger, der läuft jetzt mit dem Ball über die Mittellinie. Links raus zu Simon Handle, der mit einem Chipball in Richtung Seinfeld versucht, aber bleibt hängen. Und jetzt erstmal Schäffler, der abgibt links rüber zu Park. Ja, gerade Pech gehabt, Simon Handle köpft vorbei, dadurch kommt jetzt der Angriff von Dynamo Dresden zustande, ungefähr 25 Meter vom Tor, Schäffler hat den Ball, Schäffler guckt, was er machen kann, schießt selber nicht drauf, spielt in den Strafraum rein, aber Lars Dietz bekommt den Ball, spielt den Ball aber unsauber auf Dynamo Seite, aber das war jetzt ein schwacher Abschluss von Louis Kade, glaube ich, war es gewesen. Ja, habe ich auch so gesehen. Ja, Louis Kade gewesen. Ben Voll hat den Ball, spielt Außenseite zur Haupttribüne hin auf Mai. Mai hat jetzt ein bisschen Platz auf der linken Seite. Guckt, wenn er anspielen kann. Ein bisschen wenig Bewegung zur Seite bei Viktoria. Man kann eigentlich fast jetzt nur hinten rumspielen. Moritz Fritz schnappt sich den Ball, spielt wieder auf Mai zurück. Mai wird auf Lars Dietz spielen, Höhe des 16ers. Jetzt hat Lars Dietz ein paar Meter Platzzeit. Paco könnte auch rechts angespielt werden. Lars Dietz spielt den langen Ball auf die linke Seite, auf die Haupttribüne Richtung Simon Handle. Simon Handle kann den Ball sich schnappen auf Robin Meissner. Robin Meissner, ja, zwei Dresdner, hat er keine Chance. Aber Sonntimer schnappt sich den Ball, aber bleibt auch hängen an Kammerknecht, Kammerknecht war es gewesen. Ja. Der Konter der Dresdner auch direkt unterbunden von Chris Kräger. Holt sich den Ball am Mittelkreis und legt erstmal zurück auf Ben Voll. Jetzt über Lars Dietz wieder der Aufbau, wieder ein langer Ball von der neuen Nummer 2 in Richtung Kornkewitsch, der jetzt Höhe
des 16-Meter-Raums. Bringt die Flanke in die Mitte, aber Paul Will kann erstmal klären. Langford wäre einschussbereit gewesen. Stattdessen der Einwurf jetzt wieder über den dienstältesten Viktoria-Spieler Patrick Koronkiewicz. Auch wieder auf der Höhe der 16-Meter-Linie. Kurz auf Meißner, der sich mal zur Seite abkippen lässt. Lässt wieder ja, seinen Körper stehen gegen Parko, macht das gut, behauptet sich. An der Eckfahne jetzt ein bisschen Gewusel. Guter Ausgang für die Dresdner. Wieder ein langer Schlag, wieder in Richtung Lassiz, der sich wieder den Ball holen kann. Und dann über Fritz und über Risse kommt der Ball zu Ben Voll. Gut aus der Klammerung der Dresdner gelöst. Und wieder der Spielaufbau jetzt über Chris Greger am Mittelkreis. Lassiz hat jetzt den Ball. Zweier Aufbau weiterhin bei der Viktoria. Chris Greger, ja, angegangen von Arslan. Legt den Ball zu Dietz. Dietz rechts raus auf Risse. Jetzt sind wir wieder in der Dynamo-Hälfte. Risse mit dem Ball am Fuß, bringt den Ball in die Mitte zu Moritz Fritz, 25 Meter vor dem Tor. Was macht er? Legt links raus auf Niklas May. Der bringt die Flanke in die Mitte und der geht lang und länger in Richtung Koronkiewicz am 16-Meter-Eck. Legt kurz auf Sontheimer, 20 Meter vor dem Tor, nochmal rechts rausgelegt zu Risse. Einhaken und dann wieder zurück auf Sontheimer. Aber geklärt von den Dresdnern. Ja, ein Bein war dazwischen gewesen, Riesenchance, aber Sonntag hat doch mal die Chance, geht in den Strafraum rein, zu Langford, Langford steht auch im Strafraum, jetzt könnte... Ja, Robin! Allmeister schießt! Ja! 2:1, Viktoria Köln über Robin Meissner und der neue Mann macht den Doppelpack. 43. Spielminute. Freunde, war das ein Tor. Wahnsinn. Doppelpack von der neuen Nummer 14 von Robin Meissner. Ihr habt es gehört. 2:1, die Viktoria damit kurz vor Halbzeitpfiff in Führung. Ich würde sagen, verdient. Offensiv sind wir ja dann doch ein bisschen stärker geworden. Die Dresdner wenig zwingend. Finden wenig Lösungen gegen das Pressing. Haben jetzt auch erstmal wieder den Ball. Knipping auf Kammerknecht. Naja, von den Situationen, die sich im Strafraum abspielen, ist Viktoria wirklich schon besser geworden. Von den Spielanteilen würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt sagen, dass wir viel mehr haben. Die Dresdner sind schon sehr ballsicher, spielen den Ball sich hin und her, nur es kommt da nichts Produktives bei raus. Halt. Da waren wir bisher im Strafraum schon ein bisschen gefährlicher werden, ohne jetzt zu sagen, dass wir jetzt Dresden an die Wand gespielt haben. Das wäre ja völlig übertrieben. Ja. So, Dynamo Dresden ist im Angriff. Kade spielt den Ball raus. Franco kommt in die Mitte. Ja, und dann Foul. Da will Arslan schießen, trifft dabei aber nur Simon Handle. Ja, das war jetzt keine Absicht gewesen. Das war ja, wer den Ball ausholen wollte. Unglücklich. Auch sehr vorbildlich. Die beiden Dresdner Spieler sind im Strafraum. Jetzt hier Arslan und auch Schäffler. Der guckt, was da passiert ist. Genau halt. Ja, keine Absicht. Simon liegt jetzt doch erstmal da. Schiedsrichter ist da. Ihr habt das gehört. Währenddessen Sontheimer mal kurz im Gespräch mit Markus Bjenska. Bekommt noch mal ein paar Einblicke, noch ein paar taktische Instruktionen. War noch mal kurz genutzt. Niklas May nimmt sich noch mal einen Schluck Wasser. Wichtig bei den Temperaturen. Immer genug trinken und an die Sonnencreme denken, während der Handel wieder steht. Aber sehr entspannt. Olaf Janssen, der ja auch eine Dresdner Vergangenheit hat. Ja. Das kann man auch in alles nachhören in einem Interview, was du geführt hast, Besnik. Das kann man sich gerne angucken. Auch im E-Paper von Viktorianer kann man das Video, glaube ich, anklicken. Ja, und sonst guckt einfach mal ja, bei Instagram und sonst nach. Also das ist ein schönes Interview. Wer das gerne nachgucken möchte in der Halbzeitpause, macht es natürlich nicht, damit das Interview. Aber nach Spielende kann man es ja gerne machen. Und da findet ihr dann auch, wenn ihr auf unsere Socials geht, sprich Instagram, Facebook, YouTube, überall zu finden, auch ein Interview mit Simon Handle. Hatte ich auch die Möglichkeit, das zu machen. Sehr interessante Einblicke auch in sein Leben neben dem Platz. Also hört euch das gerne nach dem Spiel mal an. So, 45 Minuten sind rum. Das heißt, es wird aber noch nicht angezeigt, wie lange nachgespielt werden sollte. Die Dresdner versuchen jetzt nochmal vor der Pause und Angriff zum Mann. Oder der Ball geht ins Aus, war zu weit gewesen. Viktoria hat den Ball. Einwurf. Paco spielt auf Marcel Risse, Höhe der Mittellinie. So, ihr habt es wahrscheinlich vom Stadionsprecher gehört. 2 Minuten die Nachspielzeit.
Einwurf für Viktoria Köln, Simon Handle. Er greift sich wieder dahin, wo es beim Mann wehtut. Das scheint da irgendwie unglücklich getroffen worden zu sein, eben von Arslan. Aber hart im Nehmen, der Junge. Jo. Mai macht wieder einen Einwurf, Robin Meister im Klammergriff in der Dresdner Hälfte. Ja, und Kammerknecht rettet den Ball wieder. Ich dachte, der Ball geht ins Aus, aber Dresdner holt sich den Ball noch wieder. Scheffler versucht den Ball abzuschirmen, schafft es nicht. Moritz Fritz spielt auf Sontheimer. Sontheimer Richtung Strafraum unterwegs. Robin Meissner wird, kommt zu Fall. Oh! Oh. Dynamo Torhüter klärt nicht sauber genug. Viktoria kann den Ball ablaufen, aber Dynamo Dresden kann den Ball hinten wieder rausspielen. Ja, Risse versucht es mit einer Flanke in den 16er. Aus dem Halbfeld allerdings dann geklärt von den Dresdnern, die sich jetzt gerade nochmal Lars Dietz am Ball anschauen. Läuft über die Mittellinie, wieder rüber gelegt zu Chris Greger. Der sucht Niklas Mai auf der linken Seite nochmal zurück auf Greger. Lars Dietz ist der letzte Ballkontakt der ersten Halbzeit. Mit 2:1 für die Viktoria geht es in die Pause hier im Sportpark Höhenberg. In 15 Minuten geht es dann weiter mit der zweiten Halbzeit. Ja, 2:1 zur Pause für Viktoria Köln. Ganz kurz nochmal, bevor das Interview gleich von Bessing kommt. Der Film nach Freiburg, nächste Woche Samstag. Ihr könnt euch anmelden bei Heike per WhatsApp oder per SMS. Oder schreibt sie kurz an als Fanbeauftragter at viktoria1904.de. Ja, 2:1 zur Pause. Und wir haben ja gerade schon festgestellt, von den Situationen im Strafraum ist es verdient. Und ja, jetzt warten wir auf unseren Halbzeitgast. Wer wird es sein, Bessing? Benjamin Hemke soll kommen. Bisher noch nicht zu sehen. Ist noch ein bisschen viel los unten auf der Treppe. Wir melden uns dann gleich wieder, wenn Benny hier ist. Nutzen auch mal kurz die Pause, um was zu trinken. Bei den Temperaturen, auch wenn man so viel spricht. Ja, da kommt der Benny schon. Also es geht jetzt gleich direkt weiter. Ich jetzt mal kurz mit Benny. Gut, dann werde ich mal den Platz freimachen für das Interview von Bessing. Liebe Sportfreunde, wir starten in 15 Minuten Pause. Draußen warten Getränke und leckeres Essen auf euch. Aber nicht nur das, auch der Fanartikel des Monats. Denn für den voraussichtlich letzten richtig heißen Monat 2022 gibt es von Fanartikel des Monats August luftig. So, und da ist er auch schon, lange angekündigt von uns, Benny Hemke. Schön, hallo, dass du da bist. Danke. Kannst du uns gut hören? Ja, ich höre euch gut. Das ist die Hauptsache. Benny, was hast du für ein Spiel gesehen? 2:1 Führung, 0:1 hinten gelegen zunächst. Deine Einschätzung bisher? Ja, ich finde, überragendes Spiel. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Dann irgendwie kam aus dem Nichts das Gegentor, aber damit sind wir echt überragend umgegangen. Wir haben weiterhin ein gutes Spiel gemacht und wurden dann mit einem Tor belohnt, haben dann direkt nachgesetzt und waren einfach wach und haben dann auch das 2:1 gemacht. Also echt überragendes Spiel. Ich hoffe, das bleibt auch so in der zweiten Halbzeit. Was mir bisher aufgefallen ist, ich glaube, du hast da ein bisschen mehr Ahnung von, die Dresdner müssen relativ viele lange Bälle hinten rausspielen, finden wenig Lösungen. Pressing ist doch bisher ganz gut bei uns. Ja, auf jeden Fall. Wir setzen die sofort unter Druck. Die Dresdner haben keine Ideen. Ich denke auch, denen geht schon die Puste aus, weil wir, wie man sieht, eigentlich mehr im Ballbesitz sind. Die haben keine Ahnung, wie sie uns verteidigen sollen. Und ja, wenn die hinten den Ball haben, laufen wir sofort an und die müssen lang spielen. Also machen wir echt sehr stark, ob mit Ball oder gegen den Ball. Wo du auch bei beiden stark bist, mit dem Ball und gegen den Ball. Wir haben dich ja oft genug auch gesehen. Du bist mittlerweile sogar U19-Nationalspieler. Für die Leute, die das nicht wissen, hast ein Spiel gemacht. Damals auch mit Josef ja zusammen. Ja. Wie war das so für dich damals, als es dann losging, als du dann berufen wurdest und auch dein erstes Spiel dann gemacht hast? Ja, ich habe schon häufiger gesagt, ich war erstmal sehr überrascht, dass ich überhaupt eingeladen worden bin. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und dann ging es eigentlich ganz schnell. Das Spiel war in Dänemark. War eine super Erfahrung, mit klasse Spielern zusammengespielt. War einfach eine echt besondere Erfahrung. Ich glaube, die man nicht so schnell vergisst. Und dann ging es für dich ja weiter nach einer sehr, sehr guten U19-Saison, wo du auch eine prägende Figur warst, wo ihr dann das letzte Spiel gegen den FC hattet, im FVM-Pokalfinale, leider dann verloren, unglücklich und knapp. Dann ging es für dich zu den Profis. Profivertrag hast du ja schon bekommen. Bist dann in die Vorbereitung eingestiegen und dann kam eine Verletzung dazwischen. Ja, genau. Ich durfte ja letztes Jahr schon häufiger dabei sein.
Deswegen kann ich eigentlich die Mannschaft schon und habe jetzt die Saison angefangen und war auch bei jedem Spiel häufig angefangen, habe viele Spielminuten auch bekommen. Ich glaube sogar mit die meisten von allen Spielern, war ich auch sehr dankbar drüber. Und dann kam jetzt ein kleiner Faserriss leider dazwischen. So Verletzungen sind immer doof, aber gehören, glaube ich, leider dazu. Muss man einfach durch. Ich werde weiter hart an mir arbeiten, um dann halt irgendwann wieder auf dem Platz stehen zu können. Was kannst du für eine Prognose geben? Du bist ja jetzt wieder im Training, wir haben dich ja wieder gesehen. Wann kannst du wieder voll einsteigen? Also ich bin schon voll bei der Mannschaft jetzt wieder seit dieser Woche. Ich bin voll im Training. Ich bin gespannt, wann ich wieder im Kader stehen darf. Und dann freuen wir uns auf dich wieder auf dem Platz zu sehen. Für die vielleicht die Testspiele ein bisschen mehr verfolgt haben, du hast jetzt nicht immer im Mittelfeld gespielt, was ja eigentlich deine angestammte Position ist, sondern hinten links. Wie kam es dazu und wie kommst du damit bisher zurecht? Ja, erstmal, ich bin, glaube ich, ein relativ flexibler Spieler. Ich kann auf vielen Positionen spielen. Für mich geht es eigentlich darum zu spielen. Also es ist mir eigentlich egal, wo ich spiele. Ich habe auch nicht so eine besondere Lieblingsposition. Es kam dann dazu, dass ich Linksverteidiger gespielt habe, weil Rubala war verletzt und da hat mich der Trainer einfach dahingestellt. Wie gesagt, ich nehme das dann an, spiele es gerne. Und ja, so kam es dazu. Hab viele Minuten da gesammelt, hat Spaß gemacht. Das reicht. Was wir ja öfter auch schon mal angerissen haben, was jetzt wieder ein bisschen Richtung Mannschaft geht. Sehr, sehr viele Jungs dabei, mit denen du auch in der U19 schon zusammengespielt hast. Ob das jetzt ein David Kubata ist, ein Ilan Altuntas, ganz viele tragende Säulen. Macht es für dich das leichter, dadurch, dass du viele Jungs kennst? Oder ist es für dich vielleicht einfacher, wenn du in eine neue Mannschaft reinkommst? Dadurch, dass ich letzte Saison schon eigentlich immer bei den Profis dabei war, kann ich halt das ganze Team schon. Deswegen war es jetzt eigentlich nicht so ein großer Unterschied, dass jetzt noch David und Ilan dazugekommen sind. Ich kannte die von der U19, aber ich kannte halt auch die anderen Spieler von den Profis. Deswegen war es eigentlich, also ich habe mich gefreut für die, spiele gerne mit denen zusammen, coole Teammitglieder, aber das Team kannte ich schon davor, deswegen war das jetzt kein großer Unterschied. Und dann noch ganz kurz zum Abschluss, die Partie hat noch 45 Minuten. Was glaubst du, müssen wir vielleicht besser machen? Oder würdest du sagen, bisher ist das Spiel schon so, dass man, wenn man so weitermacht, dass man dann auch mit 3 Punkten... Also es gibt natürlich immer was man verbessern kann. Ich glaube, es gibt immer wieder so ein paar kleine Fehler, wo man sauberer sein kann. Vielleicht auch im Anlaufen noch ein paar, zusammen mehr darauf achten, wie der andere jetzt anläuft, dass man den Gegner noch mehr unter Druck setzt. Aber ich glaube, wir machen schon ein echt überragendes Spiel und es wird halt auch ein klarer Sieg für uns, weil so wie wir auftreten und der Gegner macht es auch nicht so gut. Ich glaube, es wird weiterhin ein gutes Spiel. Wie geht's aus? 4-1 für uns. Das ist eine Ansage und dann freuen wir uns auf die nächsten beiden Tore, die du schon vorher gesagt hast. Danke, Benni, dass du da warst. Vielen Dank. Wir wünschen dir noch ganz viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Danke. Vielen Dank. Und jetzt kommt der Daniel wieder zurück. Wir werden eine ganz, ganz kurze Pause machen. Tschö. Ihr Event ist unser Heimspiel. Seit vielen Jahren verbindet Victoria Köln und die GoGmbH eine erfolgreiche Zusammenarbeit. GoGmbH, Veranstaltungen aus Leidenschaft. Ich habe jetzt gedacht, du wolltest Fotos haben. Lesen Sie noch oder lesen Sie schon. Bei uns können Sie alles lesen. Auflöst, Zahnarztstühle, Fitnessgeräte, Pflege, Lettersteuer. Und sogar eine Resultat. Ganz schön beeindruckend, oder? Mit einem Nerd. Lesen bekommen Sie alles. Außer Tarifa. Sie wollen sich Ihren persönlichen Geschäftstraum erfüllen und einen großen finanziellen Aufwand? Wir wissen, wie das geht, denn wir haben die Lösung persönlich. Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei unter www.köln-leasing.de. Mal gewonnen, mal verloren. Hauptsache spannend und ein faires Spiel. Ganz egal, wie es gerade steht, wir sind immer für euch da. Für euch als Spieler und für euch als Fans. Unsere Mannschaft sorgt für eure Gesundheit, damit auch am nächsten Spieltag alles so gut läuft. Euer Krankenhaus Sportsverein. Während hier gerade relativ wenig passiert, würden wir ganz kurz die Möglichkeit nutzen, euch mal die Ergebnisse bzw. die Halbzeitstände von den anderen Partien zu sagen. Ingolstadt gegen Saarbrücken bisher torlos 0-0. Gleiches gilt für die Partie Verl gegen 1860 München. Dann haben wir die zweite von Borussia Dortmund gegen unser letzten Gegner Rot-Weiß Essen. Da steht es 1-0 für Schwarz-Gelb. Die Viktoria gegen Dresden habt ihr mitbekommen 2-1. Torlos auch die Partie Bayreuth gegen Osnabrück und Elversberg führt mit 2-0 gegen den
FSV Zwickau, die Tore von Rochelt und Pfeil. Tja, liebe Freunde vom Fußball Radio Schelsig, da habt ihr jetzt heute mal eine Premiere erlebt. Die Halbzeitergebnisse haben wir hier mal durchgesagt. Ich glaube, der Beste, ich weiß gar nicht, warum wir sie nie durchgesagt haben. Weil Jakob und ich haben immer gesagt, wir wollen immer das Spiel nach in der Sportschau sehen. Und es gibt viele Leute, die sich auch das Spiel einfach so anhören und wollen sich überraschen lassen, wie die anderen Ergebnisse sind. Deswegen haben wir jetzt heute noch nie die Ergebnisse durchgesagt. Ja, wir haben ja noch 45 Minuten, wo noch ein bisschen passieren wird. Da kann sich so viel verändern, genau. Ich glaube, der Jakob hätte dich, wenn er jetzt zu Hause zuhören sollte, Kanickel-Fangschlag begrüßt. Gut, dass der Jakob heute nicht hier ist. Auch wenn ich ihn natürlich immer gerne in meiner Nähe habe. Natürlich. Aber da komme ich doch heile noch ins wunderschöne Wesseling heute. Stand jetzt, was wir euch sagen können, bei der Viktoria sieht es wenig nach Wechsel aus. Also alle Jungs, die wir eben schon mal durchgegeben haben, die auf der Bank sitzen, sind auch gerade sich ganz, ganz normal am warm machen. Da ist jetzt keiner, der sich irgendwie intensiver warm macht. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum. Also hätte da jetzt gerade keinen Grund gesehen, jemanden rauszunehmen, glaube ich, alle. Ja. Nö, also die erste Halbzeit lief ja eigentlich optimal, bis auf den Schock mit dem 0:1. Und ja, als Viktorianer kann man eigentlich nur zufrieden sein. Und auch mit dem Stand bisher 2:1. Wir haben es ja mit Benny eben auch schon kurz besprochen. Dresden findet wenig Lösungen gegen das Pressing. Da sind wir gerade gegen den Ball sehr, sehr gut. Was Benny angesprochen hat auch, dass wir manchmal noch ein paar kleine Fehler machen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass Robin Meissner zu Beginn ab und zu mal der Ball versprungen ist. Das hat sich deutlich gebessert. Bei Robin, glaube ich, merkt man am Boden sehr, sehr stark, wenn er da den Ball hat. In der Luft hat er heute ein bisschen Probleme mit seinen 1,82. Also zwei sehr großgewachsene Dresdner Innenverteidiger, die das im Kopfballspiel doch sehr, sehr gut machen. Da sieht Robin manchmal nicht so gut aus. Die Mannschaft hat aber gut reagiert. Also jetzt kommen mehr flache Bälle auch in Richtung Robin, weniger hohe Bälle. Das gefällt mir gut. Dann haben wir einmal angesprochen, eben, dass auch Simon relativ oft frei ist, ob jetzt auf der linken Seite oder im Zentrum, was mich ein bisschen verwundert. Vrljača mit einem Fehler. Ich glaube, das sind so die Dinge, die man aus der ersten Halbzeit mitnehmen kann. Ja, wir haben jetzt auch mit Robin Meissner eigentlich mal einen Stürmer mal wieder, der auch mal für ein, zwei Nüsse gut ist halt. Das hat uns, wenn man an die letzte Saison zum Beispiel denkt, was wir alles im Verletzten hatten, wer alles im Sturm spielen musste vorhin. Oder das erste Spiel in Mannheim, wer alles nicht dabei war. Becker nicht dabei, Masala nicht dabei, Risse nicht dabei und so weiter, Philipp nicht dabei und so weiter und so fort. Alles, wer alles da gefehlt hat in Mannheim. Jetzt haben wir wenigstens mal wieder ein paar Alternativen halt, die wir spielen können. Also gut, wir haben noch 45 Minuten vor uns. Und bin mal gespannt, was Dynamo Dresden in der zweiten Halbzeit für Lösungsmöglichkeiten hier versucht, um das Spiel zu drehen. Werner, wechseln sieht es bisher auch bei denen relativ wenig aus. Ne? Also da haben zwei Jungs kein Leibchen an. Ich würde den Kutschke sagen, könnte da reinkommen. Ja, stimmt, der macht es ein bisschen intensiver warm. Ist, glaube ich, heiß für einen Wechsel. Bei uns gibt es, anders als ich eben gesagt habe, noch einen Wechsel. Auch Philipp. David Philipp hat das Leibchen ausgezogen und es gegen ein Trikot ersetzt. Da bin ich mal gespannt, wie da gewechselt wird. Ich kann mir vorstellen, dass Simon doch einen abbekommen hat bei dem Schlag von Arslan. Das wäre natürlich auf jeden Fall eine Schwächung, wie Simon Hantel die erste Halbzeit gespielt hat. Ohne den guten David Philipp jetzt was zu wollen, aber Simon Hantel hat natürlich eine gute erste Halbzeit gespielt. Aber wie gesagt, wir wissen es noch nicht. Sehr unglücklich getroffen worden, wir haben es ja gesehen. Also da, wo es beim Mann wehtut, da kann einem auch schon mal ein bisschen übel werden. Ist aber nur Mutmaßung, also wir haben es bisher auch noch nicht gesehen, noch nicht durchgegeben bekommen. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, also ich glaube, so eine Bank für Viktoria Köln, das ist schon nicht so schlecht. Also wenn man Daniel Buballa, Youssef Amin, auch David Philipp, Hamza Sagiri, Flo Heister, sagen wir gleich alle durch, dann haben wir noch Simon Steele und Sochi Hong. Das ist schon eine sehr, sehr gute Bank, glaube ich, die wir da haben. Wir können gut nachsetzen. Simon Steele ja jemand, der ist ja auch gegen Wiesbaden überragend gemacht hat, ist ja für Robin Meissner gekommen, ist jemand, der, gibt es eine ganz lustige Anekdote, der läuft die ersten 30 Meter schneller als Usain Bolt. 0,1 Sekunde, also ein Zehntel schneller gewesen als Usain Bolt. Der hat es auf jeden Fall drauf. Kann ich mir vorstellen, dass er auch noch kommt, um am Ende nochmal für ein bisschen Dampf zu sorgen. Vielleicht auch, um die letzte Linie der Dresdner einfach zu überspielen, weil das ja bisher noch nicht ganz so gut klappt. Interessant ist auch bei den Temperaturen. Wann wechselt man? Wechselt man schon nach der Pause oder wartet man ein bisschen ab, lassen die Jungs sich verausgaben? Das ist, wird interessant sein. Geben die Dresdner direkt die erste Viertelstunde Vollgas, versuchen sie es langsamer bei den Temperaturen. Also ich meine, Kutschke ist natürlich auch ein sehr unangenehmer Stürmer. Den zu verteidigen, das ist schon so ein kleiner Drecksack im positiven Sinne halt. Da bin ich doch gespannt. Mit Scheffler, ne? Die beide sehr relativ ähnliche Stürmertypen sind, sehr kantig.
Da könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht auch reagiert und guckt, dass man nicht 2 gegen 2 spielen lässt, sondern vielleicht 3 gegen 2. Vielleicht Moritz Fritz, wie ja auch gegen Wiesbaden, vielleicht nochmal zurückzuschieben, auf Fünferkette zu stellen. Gegen Wiesbaden ist es aufgegangen. Ja. Gerade bei Schäffler, wo ich am Anfang des Spiels gesagt habe, auf den bin ich mal, da freue ich mich schon drauf, den zu sehen. Das ist ja auch so ein alter Hauding. Aber ich glaube, der spielt den Temperaturen sehr angepasst. Ja. Natürlich klar, die Vorlage zum 1-0 war natürlich super gewesen, aber sonst hält er sich auch ein bisschen zurück, was in Sachen Laufarbeit ist. Aber wird auch gut bisher in Form gehalten von unseren beiden Innenverteidigern. Lars Dietz und Chris Krieger, da glaube ich, haben wir eine Stamm-Innenverteidigung, wenn man das so sagen kann, die das bisher richtig, richtig gut macht. Ja, und richtig, richtig gut haben es auch unsere Jungs insgesamt in der ersten Halbzeit gemacht, die jetzt auch wieder rauskommen. Der erste, der draußen war, war Sontheimer, der ist heiß auf die Partie. Macht es ja auch ziemlich gut. Robin Meissner sehen wir, ist auf jeden Fall wieder zurück, also der wird nicht rausgehen. Gute Nachricht, Doppelpack. Ja, Simon Handler haben wir bisher noch nicht gesehen. Doch, da kommt Simon Handler raus, wenn voll. Lenkfort, würde ich sagen. Lenkfort oder Risse, einer von den beiden. Risse kommt auch auf den Platz. Da müssen wir mal auf Lenky achten, ob er noch Also kommt. Lenkfort ist bisher noch nicht da. Aber Kornkewitsch auch nicht. Ne? Also es könnte auch sein, dass Simon zurückgeht. Könnte ich mir auch vorstellen. So, aber lass uns nicht weiter mutmaßen. Wir schauen, also Paco hast du noch nicht gesehen, sagtest du, ne? Paco noch nicht, ne. Doch, da kommt Paco er. Kommt. Jetzt kommt ja, er. Dann wird es wahrscheinlich... Dann ist Lenkfort. Ja. Also Kevin Lenkfort raus dafür. David Philipp rein. Lenky hat ja bisher auf der 10 gespielt. Bedeutet dann positionsgetreuer Wechsel. Jetzt kommt auch der Mann mit der Nummer 10 und auch bei Dynamo Dresden ein Wechsel. Da wird mit der Nummer 39 Kevin Ehlers kommen, ein Innenverteidiger. Der soll ja auch schon mal relativ hohe Angebote gehabt haben, damals zu Schalke, Erstliga, beziehungsweise als Schalke damals noch in der ersten Liga war. Die sollen ja auch ziemlich interessiert gewesen sein. Dann ist Ehlers noch in der zweiten Liga geblieben bei Dresden und heute im Sportpark Höhenberg. Also lieber Höhenberg als Weltdienstarena. Das ist richtig. Ja. Dafür geht raus. Die 11, das ist Jan Schawakowski. Also den Kutschki, den haben wir schon gerade reingequatscht gehabt, aber der ist scheinbar noch nicht dabei. Ja, vielleicht kommt er ja gleich zur 60. Immer so ein gern gesehener Wechselzeitpunkt. Ja. Umstellung jetzt bei Dresden. Wir haben eben angesprochen, Dreierkette bei Viktoria. Die Dresdner machen es anscheinend. Also Ehlers geht in die Dreierinverteidigung mit Kammerknecht und Knipping. Auswechslung bei unserer Viktoria. Wir verabschieden mit einem großen Applaus aus dem Spiel unserer Nummer 18, Kevin Lenkfort. Und begrüßen neu in der Partie mit der Nummer 10 auf dem Trikot, David Philipp. Und auf unsere Gäste aus Dresden haben wir Wechseldeutsch mit der Nummer 39, Kevin Egers, Nikolas, der Spieler mit der Nummer 11, Gian Schawakowski. So, ihr habt es alles über den Stadionsprecher nochmal gehört. Gerade eine lange Flanke rein von Dresden in den Strafraum, aber der Ball ging es aus. Also Abstoß für die Viktoria. Lothar Ben Voll schnitt sich mal raus. Na, die Viktoria jetzt auch sehr tief, ne, mit zwei Mann, also mit beiden Innenverteidigern, die auch im 16er stehen. Aber schau mal, die Dresdner, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die Dresdner ja. Sind jetzt aber, bauen jetzt viel, stehen jetzt viel näher an unseren Strafraum. Mein Schäffler steht sogar im Strafraum drin halt. Aber gar nicht. Ja, ja, genau, sie laufen aber jetzt höher an, als was sie in der ersten Halbzeit gemacht haben. Aber auch nur in der letzten Linie. Die eigene Verteidigung steht immer noch gleich hoch. Muss jetzt aufpassen, weil Meissner an den Ball kommt und ihn links rausspielt auf Handle. Der geht jetzt in Richtung 16er, bringt die Flanke. Aber Kammerknecht setzt seinen ganzen Körper rein. Wurde auch, oh, der wurde ordentlich getroffen. Der Schiedsrichter holt jetzt auch sofort die Physios ran, die da ansprinten. Am 16er-Eck, die man Handle gibt, aber den Daumen hoch. Also anscheinend doch nichts Schlimmeres. Na, ich glaube, ist ja unglücklich im Gesicht getroffen. Genau, wenn du aus der Entfernung den Ball bekommst, also da kann man schon mal gerne K.O. gehen halt. Das auch noch von Simon Handle. Wir haben gegen Essen gesehen, was der für eine Kraft in seinem linken Fuß hat. Auf jeden Fall beste Genesung an den Dynamo-Spieler, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Der sitzt schon wieder halb, der wird jetzt noch kurz ein bisschen behandelt und ich glaube, der Junge kann auch weiterspielen. Und Stefan Kutschke, du hast ihn eben angesprochen. Der ja, aber es war einer der, das waren zwei Spieler gewesen, die halt das Leibchen aus hatten. Trikots ist eigentlich normalerweise eigentlich immer so ein Zeichen dafür, dass die Spieler reinkommen halt. War ja bei Viktoria genauso gewesen mit dem Philipp. Ja. Also Kutschke bleibt draußen erstmal. Dafür jetzt erstmal der Einwurf. Niklas May, während Kammerknecht erstmal noch draußen bleibt, also Dresden in Unterzahl. Philipp wieder auf May, der in den 16er geht. Der Ball kommt in den Rückraum zu Risse, aber das Zuspiel nicht gut und damit jetzt Kontermöglichkeit für Dresden. Naja, selbst wenn das ein Spiel angekommen wäre zu Sontheimer, der stand klar im Abseits, deswegen konnte der da auch nichts machen halt. Deswegen alles kein Thema. So, der Ball auf der linken Viktoria-Seite, ein bisschen Gerangel und Fritz wurde dann da zu Boden gelegt. Führt den Ball schnell aus. Sontheimer am Mittelkreis zu David Philipp. Ballverlust von der Nummer 10. Die Dresdner spielen es aber hintenrum. Kammerknecht auf Ehlers, der mit seinem ersten Ballkontakt zurück auf Stefan Vrljača. Der steht am 5-Meter-Raum.
Jetzt Philipp, der erste Pressing-Spieler, aber gut gespielt auf Paul Will und angegangen von Sontheimer. Gut gemacht von der Viktoria. Balleroberung jetzt über die linke Seite. Handle, Sontheimer, Philipp und nochmal Sontheimer im 16er. Patrick Sontheimer verliert den Ball und da kommt Simon Handle. Aber geklärt, abgeblockt von den Dresdnern. Arslan versucht den Ball jetzt rauszuspielen mit dem Kopf. Ja, ein bisschen Gewusel, aber über die linke Seite versucht Gregor den Ball durchzuspielen. Aber er geht ins Aus. Abstoß für Dynamo Dresden. Vielleicht nochmal ganz kurz, was gerade passiert ist. Simon Handle hat geschossen, da wurde der Ball abgeblockt, kam dann vor den 16-Meter-Raum und dann ja, hat Arslan den irgendwie per Kopf noch geklärt in Richtung Gregor und der lange Ball von ihm kam dann eben. Wäre natürlich schön gewesen, direkt in der 48. Minute die 3-1-Geschichte, aber so bleibt es dann noch ein bisschen spannend. Mittelkreis, ein Kopfballduell gerade zwischen Schäffler und Moritz Fritz, was Fritz für sich entscheiden kann. Philipp kommt jetzt leider nicht an den Ball ran, geklärt von Kammerknecht. Schäffler im Zweikampf mit Chris Gregor, Sontheimer holt sich den Ball, spielt zurück auf einen eigenen Strafraum hin. Ben Voll wird den Ball jetzt weiterspielen auf Paco. Paco spielt in der Mitte auf Philipp, der unsauber gespielt. Er wollte auf Marcel Risse spielen, aber der Ball ist über den Fuß geschlagen. Und deswegen ist der Ball zu Dynamo Dresden gekommen. Knippigen spielt den Ball jetzt wieder auf Kammerknecht. Der spielt den Ball raus jetzt auf Ehlers. Kammerknecht. Ehlers. Kammerknecht. Ja, wir spielen jetzt ein bisschen Ping-Pong hin und her, spielen sie den Ball, ohne dass die Dresdner jetzt einen Ball Metergewinn haben. Ja, Knipping, Kammerknecht, Ehlers. Ja, Ehlers schnappt sich den Ball, versucht jetzt über die Mittellinie zu spielen, kommt aber nicht weit genug, weil Sontheimer seinen Fuß dazwischen hat. Der Ball geht ins Aus, auf die Gegengerade, wo die Dynamo-Fans stehen. Wo ich immer noch überrascht bin, dass die Kurve nicht oder der Stehplatzbereich nicht voll geworden ist. Da bin ich echt immer noch überrascht. Aber sie sind mittlerweile relativ laut geworden. Man hört sie. Aber du sagst es, Dynamo kennen wir eigentlich mit vielleicht noch ein paar mehr Fans. Auch hinten der Sitzplatzblock, ganz hinten durch, auch relativ. Naja, aber guck mal da, da stehen sie alle unter den Bäumen halt, weil einfach du sitzt in der prallen Sonne da, wenn du auf dem Sitzplatzbereich stehst halt. Ne? Gut, dass wir im Schatten sind. Gut, dass David Philipp jetzt den Ball wieder erobert im Mittelfeld. Der Ball geht links raus auf Mai. Ja, Fritz war da mit Margrethe noch mal kurz dazwischen. In unseren Augen den Ball gespielt. Aber ja, der Schiedsrichter pfeift es ab. Es gibt einen Freistoß direkt an der Mittellinie, rechte Seite für Dresden. Der ist ja schon ausgeführt. Jetzt wieder über den Dreieraufbau Knipping über die halblinke Seite, links rausgespielt zu Park. Verfolgt von Paco, muss wieder zurückspielen auf Kammerknecht. Gut gelöst von den Dresdnern. Kammerknecht rechts rüber zu Kevin Ehlers. Ins Zentrum zu Kade, lässt klatschen, rechts raus auf Medichenko. Zurück auf Ehlers, jetzt in der Viktoria-Hälfte. Julius Kade, Paul Will, Ehlers, Kammerknecht im Mittelkreis, im Zentrum. Wieder zu Ehlers, der überklärt die Mittellinie, trägt den Ball über die rechte Seite in Richtung 16er. Aber der Pass von Kade, ja, kommt bei Cello Risse an, der am Mittelkreis steht. Ja, versucht mit dem langen Ball in Richtung Meißner, kommt halt nicht an. Ja, Risse wollte eigentlich gar nicht auf Meißner spielen. Der schaut erstmal, was im Mittelkreis alles mitläuft. Und dummerweise war es nicht so viel Bewegung gewesen. Und deswegen hat er versucht, den Meißner anzuspielen, aber das hat dann leider nicht geklappt. Ehlers den Ball in der eigenen Hälfte spielt. Wieder mal auf Kammerknecht. Der wird jetzt wieder auf Knipping spielen. Knipping spielt raus in Höhe des Mittelkreis auf Park, der ein bisschen vorgezogen ist. Ah, gut gemacht. Meißner holt sich den Ball und dann Risse. Und dann war Borkowski zuletzt am Ball. Es gibt Einwurf für die Viktoria. Ja, alles auf der Höhe von der Trainerbank von Olaf Jansen. Einwurf. Oh, Risse hat jetzt einen Schlag abbekommen am Fuß. Das war Park gewesen. Durch die Kopfhörer. Aber das war Park gewesen, der jetzt Risse getroffen hatte. Direkt nach dem Einwurf. Freistoß für Viktoria Köln. Und Park hat jetzt auch dafür gerade die gelbe Karte bekommen. Freistoß. Höhe der Trainerbank der Viktoria vor der Haupttribüne. Sontheimer stand gerade am Ball, geht zurück. Jetzt kommt Simon Handle, Marcel Risse. Kommt, also einer von beiden wird den Freistoß machen. Simon Handle tauscht sich gerade mit Olaf Jansen aus. Simon Handle weist auf irgendein Problem hin, dass wir natürlich hier oben hier nicht mitbekommen, was da los ist. Marcel Risse schaut sich genau an, wo er den Ball hinspielen kann. Die Unterstützung von der Haupttribüne. Risse spielt den Ball in den Strafraum rein, kommt aber nicht vorbei an einem Dresdner Spieler. Sontheimer spielt den Ball raus auf Marcel Risse. Der geht jetzt Richtung Strafraum. Spielt den Ball rein. Ja,
Ich will mal überlegen, war es ein Schuss, war es eine Flanke gewesen oder eine Vorlage? Egal. Er versucht es flach und dann ist Knippi mit dem Fuß dazwischen. Es gibt die Ecke für Viktoria Köln von der rechten Seite. So viele Ecken haben wir heute noch gar nicht gesehen heute, ne? Tatsächlich, also deutlich mehr Einwürfe als Ecken. Ja. Und der Ball kommt von Marcel Risse mit rechts, sprich vom Tor weg, direkt vor Block 11. Da ist auch die Unterstützung vom ganzen Stadion. So, Risse bringt den Ball in die Mitte und der kommt irgendwie zu Lars Dietz, aber dann geklärt von den Dresdnern. Ein bisschen Gewusel, war nicht ganz ersichtlich, was da passiert ist. Aber der Ball ist auf jeden Fall jetzt im Aus, geklärt von Dynamo. Der Ball, also der Einwurf, wird jetzt gleich ausgeführt zu knapp 10 Meter von der Mittellinie entfernt. Ja, gespielt sind jetzt 53 Spielminuten im Hürnberger Sportpark. Weiterhin 2:1 für Viktoria Köln durch die Tore von zum 0:1 von Aslan, 1:1 Robin Meissner und 2:1 wieder Robin Meissner. Zweite Halbzeit, Dresden, würde ich sagen, ein bisschen mehr vom Spiel, vom Ballbesitz, ohne jetzt richtig Meter zu machen halt. Gerade wieder das Gewusel, was gerade Bessing kommentiert hatte. Viktoria im Angriff durch Chris Kräger. Hat den Ball jetzt leider verloren. Jetzt schnelle Bewegung von Dynamo Dresden. Dennis Borowski allein aufs Tor, mit Dietz in der Verfolgung. Ja, Ben! Aber Ben Voll hat den Ball super gehalten. Ja, gute Einschussmöglichkeiten für Dresden im 16er. Borowski an Dietz vorbei, aber Ben Voll als letzter Mann natürlich als Torwart super gehalten. Borkowski natürlich. Jetzt wieder die Dresdner im Ballbesitz über Ehlers. Die rechte Seite ist einfach fast mit Borowski ist übrigens der Tatortkommissar, deswegen kam ich jetzt wieder auf Borowski. Hatte Werder Bremen nicht auch ein Spieler, der Borowski hieß? Tim Borowski? Tim Borowski, genau. Ja. So, weiter geht's über Kammerknecht, die Dresdner weiterhin im Ballbesitz. Ehlers zu Militschenko, der wird jetzt angegangen von Mai, kurz hinter der Mittellinie. Und der Pass kommt da nicht an, wird da gestört. Und dann gibt es den Einwurf für die Viktoria. Knapp 10 Meter vor der Mittellinie, über die linke Seite vor den Dynamo-Fans. Mai hat den Ball in der Hand. Ja. Also Moritz Fritz will den Ball auf jeden Fall nicht haben, wie er sich bewegt. Der Ball kommt weit in Richtung Meissner, macht ihn wieder gut fest. Aber der Ball zu Philipp kommt da nicht an, den kann Knipping erstmal klären. Jetzt Aslan mit dem Kopf weitergeleitet zu Schäffler. Auf der Mittellinie schlägt Aslan den Ball in Richtung Dietz. Ja, da war ein bisschen viel Ellbogen drin, aber ja, Vorteil. Und dann kommt der Ball zu Schäffler am 16-Meter-Raum und Chris Kräger ist dazwischen. Legt den Ball links raus zu Simon Handle. Und weil Borkowski immer noch da liegt, abgepfiffen. Interessant, die Dresdner spielten den Ball einfach weiter Richtung Tor, versuchten den Ball zu machen und dann kaum hat Viktoria den Ball. Hätte einen schnellen Konter setzen können, pfeift Schiedsrichter Exner ab, aber alles richtig gemacht, solange der Spieler am Boden liegt, da sollte man da schon nachgucken, was da genau ist. Gerade auch bei Kopfverletzungen, da ist man ja sensibler geworden, auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Da sind die Physios jetzt auch zugange. So, jetzt haben wir mal ein gutes Beispiel. Wir hatten ja letzte Woche oder vor zwei Wochen die Taktikschulung gehabt, beziehungsweise die Schiedsrichterschulung und haben festgestellt, dass Spieler während des Spiels den Platz nicht verlassen dürfen, auch nicht bei einer Trinkpause. Und jetzt sieht man ja, Paco steht jetzt mit beiden draußen. Das heißt, laut der Schiedsrichterin, die wir ja kennengelernt haben, würde es dafür eine gelbe Karte geben. Da haben Chris nicht den Kopf geschüttelt. Da, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich hoffe, dass da einfach keiner drauf guckt. Aber es gibt manchmal Regeln, die man nicht ganz nachvollziehen kann. Ich verstehe jetzt den Mehrwert daraus nicht, warum ein Spieler dann Geld bekommt. Gut, manche Dinge muss man einfach nicht verstehen. Wir machen die Regeln nicht. Nö. Stattdessen können wir euch nur erzählen, was jetzt passiert. Der Schiedsrichter hat den Ball in der Hand, gibt ihn zurück zu Mai, zurück auf Kräger. Die Partie läuft wieder und Borkowski kommt jetzt auch zurück aufs Feld. Läuft da mal direkt in Richtung Lars Dietz, der sich gut durchsetzt. Langer Ball zu Philipp. 20 Meter vom Tor verliert er den Ball am Park, versucht dann ins Dribbling zu gehen. Da gibt es Einwurf für Viktoria Köln, weil Park zuletzt dran war. Vor den Augen von Olaf Jansen. Ja, Ball gesucht, Ball gefunden. Paco hat den Ball. Konkiewicz für die rechte Seite. Also, ja, was in der ersten Halbzeit gar nicht so aufgefallen ist, weil wir haben ja eigentlich fast nur jeden Einwurf von Mai gesehen, aber der hat es einfach auf der linken Seite gemacht. Auf der rechten Seite gab es keine Einwürfe. Ja, weil hier Schatten ist. Ja. Ich glaube, daran wird es liegen. Das sagt der Haupttribüne, ist hier Schatten. Und was außerdem gibt es einen Freistoß für die Viktoria aus ganz guter Position. Die Situation gerade nicht genau gesehen. Auf jeden Fall aus zentraler Position, knapp 28, 29 Meter vor dem Kasten. Da sind jetzt auch ein paar, die sich da bereitstellen. Philipp, Risse, Handle, alle da im Gespräch. Aber es wird Marcel Risse, glaube ich, machen. Das ist, glaube ich, Chefsache.
Ja, Sontheimer und Risse stehen beide etwa 25 Meter vom Tor bereit. Schiedsrichter Exner gibt den Ball frei. Drei-Mann-Mauer bei Dynamo Dresden, etwa 5 Meter von den 16er. Risse in den Strafraum rein, aber geklärt von Paul Will. Da gab es noch einen Kopfball von Sontheimer, den können die Dresdner aber per Volley klären. Nee, letzte Minute wird es nochmal gefährlich. Scheffler zu Militschenko und dann ist in der Mitte Borkowski frei, aber Sontheimer sieht ihn und kann den Ball klären. Ganz, ganz wichtig. Der passt ein bisschen unsauber von Dynamo. Da haben wir jetzt richtig Glück gehabt. Eigentlich darf man sich auch nach so einem eigenen Freistoß gar nicht auskontern lassen, so wie es gerade war halt. Und gerade auch, wenn man 2-1 führt. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen und eine gewisse Absicherung hinten haben. Jetzt ist die Ordnung auch wieder ein bisschen da. Der Ball im Mittelkreis. Paul Will, Victoria hilft. Ich bin den Ball rechts raus zu Militschenko. Und der nimmt ihn nicht an, der Ball gibt es auf. Die heutige Zuschauerzahl wird Ihnen präsentiert von Köln vom Airport. Der Höhenberger Sportpark zählt heute 3.412 Besucher. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Naja, zu der Zuschauerzahl. Es werden auf jeden Fall mehr sein im Stadion. Also wir haben ja vorhin gesehen, wie der ganze Block von den Dresden reinmarschiert sind. Das kann gar nicht gezählt worden sein. Wenn man sieht, dass die Haupttribüne, wie viele Leute hier passen. Also es sind auf jeden Fall mehr als 3-4 im Stadion. Zumindest sieht es so aus. Aber gut, man kann sich auch natürlich auch täuschen. Oh, offiziell 3.412 Zuschauerinnen und Zuschauer, das habt ihr gehört. Und was ihr jetzt auch hört, ist, dass Dresden wieder im Ballbesitz ist. In der Viktoria-Hälfte Kevin Ehlers über die rechte Seite, nimmt Militschenko mit, der den Ball auch diesmal gut annehmen kann. Und nochmal Ehlers, gestört von Dreimann. Wieder auf Militschenko, dann im Zentrum Paul Will, die alleinige 6 bei Dresden. Zurück auf Kammerknecht, wieder zu Knipping, wieder zurück zu Kammerknecht in den Mittelkreis, geht jetzt über die Mittellinie zu Kevin Ehlers, der ist ein bisschen offensiver, macht jetzt die anderen Innenverteidiger. Jetzt erstmal mit einem langen Schlag in Richtung 16er. Da kommt keiner ran, außer Ben Voll, der den Ball in den Händen hält. Ja, 60. Minute im Sportpark Höhenberg, weiterhin 2-1 für die Viktoria. Langer Abschlag von Ben Voll. Paul Will hat sich den Ball geschnappt, spielt weiter auf Borkowski. Ja, Scheffler wird kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht von Moritz Fritz. Der sieht es etwas anders. Ja, gelbe Karte. Ja, direkt im Mittelkreis, da wollte Borkowski dann den Ball, der Scheffler warf, den Ball rechts rausspielen, aber da war Fritz dazwischen, zum Glück noch vorm 16er. Und somit gibt es jetzt den Freistoß direkt vorm Strafraum. Markus Anfang regt sich doch auf. Ich glaube, mehr als eine gelbe Karte zu geben. Gut. Reklamieren kann man immer viel. Wir haben kein Video. Also im Strafraum war er nicht gewesen, darüber kann er sich nicht aufgeregt haben. Letzter Mann war er auch nicht gewesen. Also Notbremse. Kadettes Tor. Also gut. Jetzt relativ viele Jungs in der Mauer. Statt zu sagen, wer drin steht, können wir sagen, wer nicht drin steht. Sontheimer, Philipp und Mai, alle anderen in der Mauer. Die steht auch im Strafraum natürlich. Direkt im Mittelkreis, also aus 16,3 Metern wahrscheinlich jetzt der Freistoß. Ganz, ganz leicht. Rechts, eher zentral. Paul Will, Ahmed Arslan und Militschenko stehen am Parat. Will würde es mit links machen, Arslan mit rechts. Schauen wir mal, wer es macht. Paul Will tritt an, schießt und haut den neben das Tor. Boah, der das war fast knapp links, gewesen. Das links war knapp oben gewesen. Fast reingegangen, aber knapp neben das Tor. Vielleicht können wir kurz mal die Zeit nutzen, um Danke zu sagen an den lieben Felix, der bei uns die Technik macht und uns heute auch mit ausreichend Wasser versorgt. Vielen, vielen Dank an dich, Felix, dass du das bei uns machst. Zum einen die Technik und zum anderen das Trinken ganz, ganz wichtig. Und so läuft das Spiel jetzt auch weiter. David Philipp verliert den Ball aber im Zentrum an Ahmed Arslan, der sich gut durchsetzt. Sucht dann Borkowski, aber der Ball ein Ticken zu unsauber. Dietz kann den Ball holen und dann nach Paschtafetten kommt der Ball zu Meissner. Erster Kontakt war nicht gut. Knipping, Park, Will. Wir sind jetzt in Höhe der Mittellinie. Julius Kade mit der Verlagerung auf die rechte Seite. Militschenko wird jetzt erstmal nicht angegangen, legt aber nochmal rechts raus zu Kevin Ehlers, der wieder zu Kammerknecht im Mittelkreis, Knipping am Ball, ja, will links rausspielen, aber muss das Tempo rausnehmen, weil Philipp gut stört. So, der Ball bei Militschenko, jetzt auf der rechten Dynamo-Seite, wir sind am 16er, der Ball kommt zur Grundlinie, wo Chris Greger den Ball abgrätscht und ich glaube, alle haben so gesehen, dass der Dresdner zuletzt dran war.
Aber ja, das hat auch Chris Krieger gerade im Linienrichter gesagt, aber der sagte, nee, nee, Junge, du warst zuletzt dran gewesen, so gibt es eine Ecke für Dynamo Dresden. Rechte Seite direkt vor dem Sitzplatzblock. Stehen auch wieder zwei Mann parat. Ihr könnt dreimal raten, wer es ist. Das ist natürlich Paul Will mit links und Arslan mit rechts. Arslan übrigens mittlerweile auch Kapitän. Bringt den Ball mit rechts in die Mitte. Da ist Schäffler! Und köpft den Ball knapp über den Querbalken. Ja, die Dresdner kommen langsam näher dem Tor. Es war jetzt schon die zweite gute Chance. Einmal gerade der Freistoß und jetzt einmal gerade der Kopfball von Schäffler. Und ja, langsam sollte Viktoria mal ein bisschen wieder was nach vorne tun. Ein bisschen mehr in die Offensive investieren. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen lösen wieder von da hinten. Ich glaube, die Umstellung von Anfang auf Dreierkette hat bisher Früchte getragen. Ja. Der Ball jetzt im Zentrum. Moritz Fritz im Kopfballduell mit Arslan setzt sich erstmal durch. Der zweite Ball ist aber bei Paul Will, der mit dem Kopf zu Borkowski. Und der kann den Kopfball dann nicht kontrollieren und spielt den Ball zu Sontheimer, dazu Niklas May. May, gefährlicher Ball zu Dietz, aber der ist noch da, bevor Borkowski anlaufen kann. Langer Ball in Richtung Meißner, aber Kammerknecht mit dem Ball da. Ja, zweiter, dritter Ball bei Niklas May, vierter Ball bei Dresden, fünfter Ball wieder bei der Viktoria. Über links jetzt Niklas May und Simon Handle kann sich mal auf der linken Seite durchsetzen und kann mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Läuft jetzt in Richtung 16er, ist an der Kante und spielt den Ball zu David Philipp und der kommt nicht zum Abschluss, weil Drejaccia da ist und spielt den Ball. Kein Foul. Und es gibt die Ecke für Viktoria Köln und Drejaccia regt sich auf. Ich denke mal, er hat den Ball gefangen und ist dann mit der Hand aus dem Spiel raus. Naja, er hatte sich auch kurzzeitig aufgeregt, weil er eigentlich den Ball hatte und David Philipp stürmt dann noch mit rein und deswegen hat er den Ball ja noch verloren. Das war der Grund, warum er sich so kurz aufgeregt hat. Viktoria führt die Ecke kurz aus, Risse auf Handle, Handle wieder zurück auf Risse, jetzt Risse in den Strafraum rein. Boah, und auf die Latte, auf die Latte. Der ist wirklich lang geworden, der Ball. Und währenddessen gibt es noch einen Doppelwechsel bei der Viktoria. Hamza Zaghiri und Jamil Siebert sind jetzt in Richtung Bank gelaufen. Und das alles in der 64. Spielminute. Erstmal Abstoß für Dresden. Drejaccia rechts raus zu Melitschenko. Der sucht Paul Will, nimmt Arslan mit auf rechts. Wieder zurück zu Paul Will auf der Mittellinie. Ball ins Zentrum zu Julius Kade. Moritz Fritz ist da und erobert den Ball und trägt ihn jetzt in Richtung Dresdner Hälfte. Nimmt David Philipp mit. Das Tempo ist erstmal wieder raus. Sontheimer links rüber zu Handle 20 Meter vor der Mittellinie. Allerdings der Ball jetzt wieder in der Viktoria Hälfte, nachdem May ihn zurück zu Greger spielt. Wieder zurück May auf Ben Voll am eigenen 16er. Ja, schade. Hätte jetzt gerade Viktoria das Spiel schnell machen müssen. Wäre eine gute Chance geworden. So konnten die Dresdner sich wieder sammeln. Ben Voll macht den Abstoß über die Mittellinie Richtung Philipp. Der kommt leider nicht an den Ball ran. Moritz Fritz spielt den Ball zurück auf Lars Dietz, der auf Paco. Paco wieder auf Lars Dietz. Die Dresdner laufen jetzt Andrzej Borkowski. Ben Voll knallt den Ball einfach auf Nummer sicher wieder raus. Ja, und dann, wie wir es oft gesehen haben, Luftzweikampf gewinnt Dresden, aber der zweite Ball gehört der Viktoria. Paco über die rechte Seite sucht jetzt David Philipp in der Dresdner Hälfte und der macht es gut, holt einen Einwurf raus, direkt vor den Augen von Olaf Janssen. Marcel Risse will eigentlich schnell ausführen, aber keine Anspielmöglichkeit. Und so lässt er den Ball liegen für Paco Kornkiewicz. Wir sehen auch zwei Jungs bei Dresden, die jetzt in Richtung Bank laufen. Das ist einmal Yannick Stark und einmal dann mit der Nummer 10 Patrick Weihrauch. Eigentlich auch im deutschen Profifußball bekannte Namen. Ja. Währenddessen holt sich Dresdner den Ball zurück. Der Einwurf von Paco ein bisschen unglücklich ins Zentrum, wo die Dresdner dann direkt inzwischen kommen. Jetzt Kevin Ehlers am Ball. Scheint Dresden wieder umgestellt zu haben, eher auf Viererkette, so wie es aussieht. Beziehungsweise mit Park ein bisschen tiefer als Melitschenko. Park jetzt auch am Ball, zu Knipping gespielt. Knipping wieder zu Kammerknecht. Kevin Ehlers jetzt am Ball auf der rechten Seite, direkt vor den Augen der eigenen Fans, die jetzt auch ein bisschen ruhiger werden. Ball währenddessen bei Knipping und der versucht es mit einem langen, langen Schlag in Richtung Schäffler. Aber das Ben Voll kommt aus seinem Kasten raus und fängt den Ball mit beiden Händen ab. Keine Gefahr. Ja, Ben Voll im richtigen Moment, er hat erst gewartet und dann im richtigen Moment hochgesprungen, obwohl Schäffler einen angestürmt kam. Also Ben Voll macht heute wieder ein wirklich ein gutes Spiel, halt ein sehr guter Rückhalt für die Viktoria heute. Ben Voll spielt jetzt den Ball wieder weit raus über die Mittellinie. Abgefangen von Dynamo Dresden. Park hat den Ball. Aber Einwurf für die Viktoria. Park spielt ins Aus. Und jetzt auch die Wechsel. Ich habe es eben falsch durchgegeben. Es war nicht Zaghiri, sondern Simon Stehle. Jamil Siebert kommt erstmal für Lars Dietz in die Partie in der 68. Spielminute. Doppelwechsel bei unserer Viktoria.
Wir begrüßen neu auf dem Feld mit der Nummer 19 Simon Stege und mit der Nummer 20 Gianni Sieber und verabschieden von der Hase mit der Nummer 2 Lars Dietz und mit der Nummer 10 David Philipp. Ihr habt das wahrscheinlich gehört, David Philipp hat jetzt den Platz verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es taktische oder leistungstechnische Gründe hat. Naja, David Philipp ist ja angeschlagen ins Spiel angeschlagen. Deswegen saß er ja nur auf der Bank. Vielleicht hat der Trainer Jansen dann doch gesehen gehabt, es geht nicht weiter. Oder Philipp hat selber angezeigt, es geht nicht weiter halt. Das kann eigentlich nur der einzige Grund sein halt. Ja. Einwurf jetzt wieder Viktoria. Konkiewicz in Richtung Meister. Wir sind in der Dynamo-Hälfte, wo Risse auf der rechten Seite jetzt den Ball bekommt. Legt ihn auf Konkiewicz. Hier läuft parallel zur Mittellinie ins Zentrum. Lässt zweimal aussteigen und wieder zu Risse. Dann in die eigene Hälfte. Und die Viktoria stellt auch auf Dreierkette um. Jetzt geht Moritz Fritz. Ja, kurz in die Innenverteidigung, aber man sieht es wieder ja, doch eher nach Viererkette aus. Langer Ball von Voll in Richtung Stehle, aber Knipping gewinnt das Kopfballduell. Jetzt der Ball vorne bei Borkowski. Und der zweite Ball bei Chris Greger, der ihn rausspielt zu Simon, zu Marcel ja. Risse, der ihn nicht gut annehmen kann. Schwieriger Ball. Gibt es den Einwurf für Dresden auf Höhe der 16-Meter-Kante? Ja, Dynamo Dresden wechselt jetzt auch raus. Ein Zweifachwechsel, wie Westi gerade schon angekündigt hat. Kommt jetzt rein Patrick Weihrauch. Und der zweite müsste Yannick Stark sein. Alles in der 69. Spielminute. Währenddessen, so. Unsere Jungs nutzen jetzt gerade auch mal die Pause, um einen Schluck zu trinken. Ja, Trinkpause gibt es gerade. Muss man gerade gucken, wer rausgeht. Und den Sportkameraden Kutschke, den ich schon zur Pause reingequatscht habe, ist weiterhin draußen. Aber wir haben ja von Benny Hemke gelernt, das Spiel wird heute 4-1 für uns ausgehen. Also, hat er gesagt? Hat er gesagt. Ich konnte es leider nicht hören. Hat er gesagt und deswegen braucht Dresden auch kein Kutschke mehr einwechseln. Weil 4-1, das war schon... Ja, sehr schon optimistisch, aber ey, das gefällt mir bei den Jungs, wenn die so eine positive Einstellung haben. Das ist mir lieber, als wenn er sagt, ja, wird schwierig, bin froh, wenn wir einen Punkt holen, sondern man sollte, glaube ich, immer so da reingehen. Gerade nach den letzten beiden Spielen stand jetzt, wenn jetzt abgepfiffen würde, hätten wir 9 Punkte innerhalb von einer Woche geholt. Nochmal ganz kurz, wir haben letztes Jahr innerhalb von 9 Spielen, von den ersten 9 Spielen 5 Punkte geholt. Also dieser Saisonstart, unabhängig auch von dem, wie es jetzt heute ausgeht, glaube ich, da kann man sehr, sehr gut leben als Viktoria Köln. Das ist eine typische, ich sehe es immer aus Fernsicht dann noch mehr. Was haben wir in Mannheim gemeckert? Zu wenig Spielaufbau, es wird eine schwierige Saison werden. Immer schon, ne? Aber Fakt war, in Mannheim, das waren auch alles unglückliche Tore gewesen, die wir da kassiert haben. So, jetzt hören wir mal gerade die Auswechslung zu. Ja, die Zungenbrecher sind weiter um Platz. Das heißt, also es klingt für mich so ein bisschen positionsgetreu. Also Paul Will geht raus, für ihn Yannick Stark, also Sechser für Sechser. Und Weihrauch, Offensivmann, glaube ich aus dem Bayern-NLZ, wenn ich mich richtig entsinne, geht dann ins Zentrum für Julius Kade. Der das Spielfeld jetzt verlässt. Einwurf für Dresden ausgeführt über die linke Seite. Park bleibt hängen an Risse und somit gibt es den nächsten Einwurf. Park macht es wieder über Borkowski, der ins Zentrum, beziehungsweise auf die rechte Seite zu Kevin Ehlers. Der sucht direkt mal Weihrauch im Zentrum, im Rücken zum Viktoria-Tor. Muss auf Kammerknecht spielen, weil er angegangen wird von Sontheimer. Kammerknecht wieder raus auf Ehlers. Kevin Ehlers zu Tim Knipping im Mittelkreis. Jetzt bei Kammerknecht, der wieder zu Knipping. Auf der linken Seite Park und findet ihn auch über Borkowski, Dreieckspiel, das machen sie gut, aber Paco hat den Kopf dazwischen beim hohen Ball von Knipping und somit gibt es einen Einwurf für Dresden. Ja, Borkowski nimmt sich den und dann geht Risse da, ja, mit Unverständnis mit der Hand an die Brust. Nicht ganz verstanden, warum. Das war eigentlich auch unnötig von Marcel Risse gewesen eigentlich und jetzt nimmt ja auch Florian Exner, unser Sportkamerad aus Münster, den Marcel Risse mal kurz zur Seite. Es war eigentlich, also aus meiner Sicht gar kein Grund, warum Risse da jetzt hingegangen ist. Aber auch keine gelbe Karte und das Spiel läuft auch weiter. Ja. Und 30 Sekunden wiederum. So, Jamal Siebert mit seinem ersten Ballbesitz versucht den Ball rauszuschießen, kommt aber nicht weit, weil Kammerknecht sich den Ball schnappt. Sontheimer in Zweikampf. Ah! Oh, ja. Ganz, ganz wichtig. Also Janik Stark, auch noch nicht lange dabei, direkt mal Sontheimer umgenietet, aber keine Karte für Janik Stark, obwohl das war auch schon ein Foulspiel gewesen. Aber was Sontheimer gut gemacht hat, holt sich den Ball in einem
starken Gewusel mit zwei Gegenspielern, kann sich dann durchsetzen, merkt, er kommt nicht mehr an den Ball, wird da auch noch ein bisschen gehalten und dann ist es eben auch die Cleverness von so einem Jungen, dass er sich dann fallen lässt, beziehungsweise... Naja, er wollte schon, lässt. Die Besnik, also der Yannick Stark hat da schon richtig reingehauen, gerade bei dem Ball. Ja, Sontheimer liegt jetzt auch da. Sah gut. Im ersten Moment, finde ich, nicht ganz so böse aus. Na gut, wir kennen jetzt schon die Fußballer seit ein paar Tagen, ob es jetzt liegt an der Sonne, liegt es an der Verletzung halt, clever oder nicht. Ben und Tim sind auf jeden Fall jetzt da, unsere Physios, sind da bei Sonti. Auch hart im Nehmen, der Junge bekommt auch als Mittelfeldspieler oft was ab. Das kennt er. Ja, 72 Minuten gespielt im Sportpark Hömberg, immer noch 2-1. Ich sage es immer ganz gerne nochmal für Leute, die sich zwischendurch einschalten. Wir sind ja ein Radio für Sehbehinderte, deswegen sagen wir auch gerne öfters mal die Zeiten durch. Tore für die Viktoria, Robin Meissner zum 1-1 und zum 2-1. Und das ist die Führungstreffer für Dresden, war Ahmed Aslan gewesen halt. Ja, Sontheimer hält sich ein Kühlpack im Moment auf den Ellenbogen. Schau mal, ist er da genau auf den Ellenbogen drauf gefallen. Aber es sieht aus, als er weiterspielt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das war übrigens nicht Tim, unser Physio, sondern Herr Dr. Wittenberg, der Mannschaftsarzt, der damit aufs Feld gelaufen ist. Pardon. Währenddessen langer Ball von Moritz Fritz in Richtung 16er. Kopfball Knipping, zweiter Ball gehört Simon Stehle. Der spielt zu Patrick Kronkiewicz. Tunnel gegen Park und da kommt Stehle. Und dann ist es ein Foul von Park. Und der hat schon gelb, ne? Ja, und vor allem sagt er, er hat einen Ball gespielt. Habe ich jetzt nicht so gesehen im ersten Moment. Gibt auf jeden Fall den Freistoß. Schiedsrichter ist auch da. Patrick Kronkiewicz geht zum Linienrichter, der da ganz nah dran war. Ja, hat Park auf jeden Fall Glück gehabt, dass er dann kein Gelb für bekommt. Dann wäre er mit Gelb-Rot raus. Ja, das monieren noch die Viktoria-Spieler. Weisen darauf hin, dass Park schon eine gelbe Karte hat. Ja, jetzt noch ein Wechsel bei Dynamo. Die Nummer 8, Jonathan Meyer, macht sich da gerade parat. Beim Freistoß stehen jetzt Marcel Risse und Simon Handle. Und so lange Kerls wie Jamel Siebert und Moritz Fritz und Chris Kräger sind natürlich auch im Strafraum zu finden. Wird aber kurz gespielt auf Paco. Paco spielt jetzt raus auf Marcel Risse wieder. Marcel Risse spielt zurück auf Sontheimer. Der wieder raus auf den Strafraum, auf die Haupttribüne richtet zu Paco. Ein Doppelpass mit Simon Handle. Schön. Schöne Flanke jetzt rein von Paco. Aber Dresden kann zur Ecke klären. Durch Park. Aber auch mal eine andere Freistoßvariante. Ja, Ball ins Zentrum, wieder raus, wieder ins Zentrum, wieder raus. Und dann Paco mit dem Doppelpass mit Handle. Die Flanke dann ja in Richtung Jamil Siebert. Jamil Siebert, Entschuldigung. Nee, aber schön, dass sie mal auch was anderes ausprobieren. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass Risse den mal reinspielt, halt, weil die langen Kerzer ja darauf gewartet haben. Aber ja, die Dresden haben auch ein paar großgewachsene Jungs, auch wenn der dein lieber Kutschke auch noch nicht auf dem Feld ist. So. Marcel Risse mit der Ecke. Bisschen Scharmützel hinten im Tor. Ja. Florian Exer schaut sich das ganze Spiel an. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Risse ins Zentrum. Na, der geht in den Rückraum zu Sontheimer. Der zieht per Volley ab, aber der Ball landet im Block 11. Dann doch relativ klar am Tor vorbei. Da war mit Sicherheit mehr drin. Die Spiel läuft auch direkt weiter. Dynamo hat keine Zeit zu verlieren. Es sind noch knapp 13 Minuten zu spielen, plus Nachspielzeit. Und es wird noch einen Doppelwechsel geben gleich. Dann lieber Kutschke kommt mit Jonathan Meyer zusammen. Jetzt die Dresdner wieder in der eigenen Hälfte über Kammerknecht, über Knipping. Wird die halblinke Seite angelaufen von Risse. Kammerknecht wird angegangen von Meissner. Das machen die Jungs schon ganz gut, schneiden auch gut ab, sodass Dresden wenig Lösungen findet. Jetzt aber mal ein langer Ball und da ist Siebert direkt und spielt ihn in die Füße von Risse über die rechte Seite, der in der Dynamo-Hälfte ist. Spielt den Ball zu Meissner. Guter erster Kontakt und dann das Foul von Yannick Stark. Und es gibt Freistoß für die Viktoria auf der rechten Seite, hier an der Haupttribüne, knapp 30 Meter von dem Tor. Ja, auch clever jetzt von Stehle gerade gewesen. Schießt den Ball noch ein paar Meter weiter Richtung Seiten aus, dass der Freistoß etwas später ausgeführt wird. Man muss ja sagen, jetzt haben wir mal die Zeit,
Das haben wir auch schon sehr oft andersrum erlebt gehabt in den Stadien, dass die Gegner sich Zeit gelassen haben. Lässt die Viktoria sich ein bisschen Zeit. Ja, jetzt gibt es auch den Doppelwechsel bei Dynamo Dresden, wie der Westen gerade schon angekündigt hat. Einmal mein guter alter Freund Kutschke, den ich schon zur Pause reingequatscht habe. Park wird rausgehen. Ist klar, dass Anfang den rausnehmen musste. Ihr habt es gehört. Borkowski unter anderem ist rausgegangen und es gibt noch einen Wechsel gleich bei der Viktoria. Jetzt nicht in diesem Moment, sondern gleich. Hamza Zagiri ist bei Markus Bjenska. Kommen noch ein paar Instruktionen. Erstmal der Freistoß jetzt von Marcel Risse. Absicherung ausschließlich über Sontheimer und Mai. Ball ist freigegeben. Risse hebt die Hand. Bringt ihn ins Zentrum. Der ist zu lang, aber Handle kommt hinten nochmal ran. Ja, der Spinner mit der Schiedsrichterpfeife ist immer noch aktiv halt. Lange war es ruhig und jetzt meint er hier wieder rumpfeifen zu müssen. Ich sag mal, wer pfeift, hat Luft im Kopf. Braucht kein Mensch. Ah, das von Mai, braucht auch kein Mensch. Ball ein bisschen zu kurz für Sontheimer und dann kommt Schäffler fast noch ran, aber Sontheimer zieht da, glaube ich, das Foul. Liebe Freistoß. Unmittelbar nach dem Abpfiff steht für Richter ein Schattelkurs, der mit ausreichender Kapazität zum Rücktransport die Shuttle-Parkfläche erreicht ihr, wenn ihr aus dem Block links den Waldweg folgt. Ich wiederhole, liebe Dresdner Fans, unmittelbar nach dem Abpfiff steht für euch bei Shuttle-Bus mit ausreichender Kapazität zum Rücktransport zu eurem Fahrzeug bereit. Die Shuttle-Parkfläche erreicht ihr, wenn ihr aus dem Block links den Waldweg folgt. Vielen herzlichen Dank. Ja, zwischenzeitlich hat jetzt Chris Krieger die gelbe Karte bekommen, wahrscheinlich auf Zeitspiel. Wenn Voll spielt den Ball weit raus. Aber die Dresdner können den Ball zwischendurch abfangen. Yannick Stark bekommt den Ball nicht, verliert den Ball. Jetzt kommt Steele. Steele verliert den Ball auch wieder. Ja, langsam nervt es diese Schiedsrichterpfeife, die wir da hören aus dem Publikum. Man kann auch nicht mal abschätzen, aus welchem Bereich das kommt. Aus dem Dresdner Bereich oder aus dem Viktoria-Bereich. Es nervt einfach nur. Ja, das ist völlig nervig. Das brauchen wir nicht. Aber mich wundert auch, wenn jetzt wirklich im 2-Sekunden-Takt so eine Pfeife kommt, dass die Kameraden im Block nicht da irgendwie eingreifen können. Das wundert mich echt. Gerade wieder die Dresdner im Ballbesitz über Drajaccia. Im eigenen 16er spielt der Ball zu Elas. Langer Schlag in Richtung Schäffler angegangen von Moritz Ritz. Ja, kein Foul bei Mai, der zu Greger zurück. Und dieses Gepfeife geht einem einfach nur noch auf die Nerven. Ja, lassen wir uns davon aber trotzdem nicht beirren. Das tut doch Ben Voll nicht, der jetzt den Ball hat im 16er. Findet Risse als Anspielmöglichkeit, aber das Pressing der Dresdner gut. Aber damit hat Risse einen Spieler rausgezogen, macht damit Platz für Koron Kebic über die rechte Seite, läuft in die Dresdner Hälfte. Ja, wird eingeholt von Kutschke, muss wieder zurückspielen. Risse aber gut gelöst aus dem Stören von den Sachsen. Und so kann Siebert den Ball erstmal zurückspielen zu Ben Voll. Langer Ball in die letzte Linie. Meissner kommt nicht ran. Ja, aber der zweite Ball gehört ihm. Holt ihn schön zurück. Sontheimer auf Steele. Der wieder für Sontheimer über die halbrechte Seite. 30 Meter vor dem Tor. Ja, legt nochmal zurück auf Kornkiewicz. Tempo ist nochmal rausgenommen. Marcel Risse jetzt eher als Rechtsverteidiger auf der Mittellinie. Und dann der lange Ball zurück in Richtung Ben Voll. Das gibt uns die Möglichkeit, euch auch darauf hinzuweisen, dass wir natürlich nicht nur heute dabei sind, sondern bei jedem Viktoria-Spiel live drauf sind, immer 10 Minuten vor Anpfiff über den Link, über den ihr auch jetzt reingekommen seid. Ja, gespielt sind jetzt 81 Minuten im Sportpark Köhnberg. Simon Handle verliert den Ball gerade im Mittelfeld. Jetzt ist Simon Schäffler. Boah, wichtig von Craig. Naja, Schäffler hat sich fallen lassen. Also er wollte einen Freistoß rausholen, wieder kurz an der Strafraumgrenze. Und ja, auch keine Beschwerden von Schäffler. Der war nur gewollt. Der wollte nur gewollt, ja. Stark weiter jetzt hier auf Knipping. Knipping spielt wieder zurück auf Kammerknecht. Raus auf Elas. Alles in der eigenen Hälfte von Dynamo Dresden. Etwa 10 Meter vor dem Mittelkreis entfernt. Knipping spielt wieder rüber auf Kammerknecht. Ja, falls das gewollt sein soll, uns rauszulocken, würde ich sagen, dann können die noch 10 Minuten den Ball sich hin und her spielen. Das wird die Viktoria nicht machen. Und jetzt Aslan. Ganz kurz. Den Ball zu Weihrauch. Jetzt sind wir im 16er. Kutschke aber mit dem Rücken. Lässt nochmal klatschen. Der Ball jetzt bei Yannick Stark im Zentrum. Der muss wieder rechts rausspielen auf Kevin Elas. Der bringt die Flanke in die Mitte. Aber nicht gut angenommen. Und so
müssen den Dresden mal wieder hinten rumspielen, aber Weihrauch. Nick Stark, 35 Meter vor dem Kasten, bringt den Ball in den Strafraum. Kutschke mit dem Kopf, legt zurück. Jeremy Siebert in den Kopf dazwischen, ganz, ganz wichtig. Und dann kann Cello den Ball per Volley erstmal rausklären. Der Ball kommt aber unmittelbar wieder zurück. Und dann wieder rausgeschlagen von der Viktoria. Janik Stark dann im Mittelfeldzentrum, nutzt den Ball zurück. Weihrauch über die halblinke Seite, ist jetzt 20 Meter von dem Tor, spielt den Ball in Richtung 16er und kommt jetzt zum Abschluss und der geht auf das Tornetz. Was für ein Abschluss von Weihrauch. Das war eine gute Situation, auch eine gute Spielszene von Dynamo Dresden gewesen. Also, da ging kein Viktoria-Spieler dazwischen. So, jetzt gibt es die nächste Auswechslung bei Viktoria Köln. Schakiri. 85. Spielminute Auswechslung bei unserer Viktoria. Wir verabschieden mit einem riesigen Applaus am Spielfeld unserer Nummer 31, unser Kapitän Marcel Risse und begrüßen neu auf dem Feld mit der Nummer 26 auf dem Trikot. Ihr habt es gehört, Marcel Risse, unser Kapitän, hat jetzt das Feld verlassen. Die Binde ist damit weitergegangen zu, hast du es gesehen? Simon Handel oder Moritz Fritz? Nochmal bitte. Hast du gesehen, wer die Binde bekommen hat? Moritz Fritz oder Simon Handel müsste es eigentlich sein? Also Fritz hat sie nicht bekommen. Jetzt gehen wir mal gerade gucken. Stehle spielt den Ball auf Simon Handel. Raus an den Strafraum der Dresdner. Bekommt Robin Meister den Ball. Das sind zwei Dresdner, da kann er sich durchsetzen, kann er sich nicht durchsetzen. Doch, Robin Meister behält den Ball und holt eine Ecke raus, aber nee, was pfeift denn da der gute Schiedsrichter Exner? Abseits, faul. Abseits gewesen sein. So, Bessigs Kampf mit der Binde. Ich weiß nicht, ob du schon jemanden gefunden hast. Also Moritz Fritz ist es auf jeden Fall nicht. Jetzt haben wir es ja nicht gesagt, Simon Handel. Aber gut, Hauptsache ist, der Gewinner hat, egal wer hier die Binde trägt. Genau, 85. Minute im Sportpark Höhenberg. Ball ist bei Stefan Drill-Jatscha. Der spielt ihn zum Kammerknecht. Dann Tim Knipping. Versucht jetzt nochmal mit einem langen Schlag in Richtung Kutschke und Schäffler. Ah, Kutschke kommt auch ran, kann ihn weiterleiten in Richtung Schäffler. Und Reger dazwischen. Und dann war es ein Foul von Schäffler, der da beim Fuß versucht, den zum Ball zu gehen. Trifft aber dann, glaube ich, nur Greg, wenn überhaupt. Und so gibt es da den Freistoß für die Viktoria. Ansonsten hätte es ohnehin einen Abschluss gegeben. Ja, Bert Voll legt sich den Ball in die Höhe des Elfmeterpunkts. Schaut sich an, wen kann er anspielen. Hat es natürlich jetzt nicht so besonders eilig. Ben Voll läuft jetzt an, zwei, drei Schritte. Weit über die Mittellinie raus. Dynamo Dresden kann den Ball abfangen. Spielt aber unsauber. Paco kann sich den Ball schnappen. Ja. Und Stehle möchte einen Freischuss haben, weil er geschubst worden ist von Patrick Weihrauch. So hat Stehle erst gesehen. Aber Schiedsrichter Exner lässt weiterspielen. Dynamo Dresden im Aufbau mit Kammerknecht. Er wird einen langen Ball jetzt schlagen, von Höhe der Mittellinie rüber in den Strafraum. Kutschke geht hoch, bekommt den Ball aber nicht. Viktoria schafft es aber auch nicht, den Ball wegzubekommen aus dem Strafraum. Paco geht jetzt auf Johann Meyer. Aber Dresden spielt hintenrum. Elas in Höhe jetzt 16 Meter Raums. Dresdner spielen wieder zurück Richtung Mittelkreis. Elas bekommt den Ball wieder. Der Ball geht wieder zurück auf Kammerknecht. Kammerknecht spielt den Ball wieder lang und hoch rein. In der Mitte steht Kutschke. Aber ja, der Ball geht ins Aus. Abstoß für Viktoria Köln. Er wollte den Ball rechts rüberlegen, so wie die Schenkel, der aber dann doch zu weit weg war. Dann war nur Niklas Meider, geht auch nicht zum Ball. Und damit hier kurz vor Ende ein Abschluss für Ben Voll, der ja, sich auch die Zeit nimmt. Das ist, glaube ich, auch völlig legitim. Ja, wir sind so langsam, gehen uns langsam zum Ende hin. Wir haben jetzt die 86. Spielminute. Unsere Tribüne ist jetzt auch wach geworden. Unterstützt die Mannschaft genauso wie Block 11. Die Dresdner versuchen natürlich jetzt ein bisschen mehr zu machen. Verlieren den Ball, Kutschke verliert den Ball wieder. Stehle kann den Ball abfangen. Robin Meissner legt sich den Ball selber sehr schön vor mit dem Kopf. Aber, ja, kommt zu Fall, aber kein Foul, sagt Schiedsrichter Exner. Tim Knipping kann klären. Ja, Knipping wieder am Ball, spielt den Ball lang. Also die Dresdner versuchen jetzt sehr viel mit langen Bällen zu machen. Schäffler hat seinen Körper gerade sehr gut eingesetzt gegen Moritz Fritz. Aber der Ball in Reihen der Viktoria. Ja, Stehle verliert ja aber jetzt im Mittelkreis wieder. Will dann wieder das Foul ziehen, schafft er aber nicht. Sagt Knipping, wäre mit gestreckten Beinen reingegangen. Aber Schiedsrichter Exner lässt weiterspielen. Paco in Höhe des eigenen Strafraums, nimmt Fahrt auf, spielt schnell auf Stehle. Ja, schön. Zieht ihn rechts raus auf Simon Stehle, der mit gutem Tempo
in Richtung 16er läuft. Sucht im Rückraum Simon Handler, aber findet Tujanić stark. Dann lauf doch zur Eckfahne, Mensch. Ach, ja, die Idee war nicht schlecht gewesen, aber unsauber gespielt war das Problem gewesen. Ja, das ist die Dresdner mit dem langen Schlag. Aber das Moritz Fritz hält die Birne hin und es gibt Einwurf für Meier genau auf der Mittellinie. Und die nächste Wechselung diesmal bei Viktoria Köln. Sochu Hong kommt für Robin Meissner. Ja. Bei der Auswechslung von Robin Meissner geht die halbe Tribüne hoch. Als Dankeschön für die beiden Tore, die Robin heute gemacht hat. Super Spiel gemacht. Ja. Gute Bälle festgemacht. Als Kollektiv hat die Mannschaft heute sowieso sehr gut gespielt heute. Muss es jetzt nur noch ins Ziel tragen, in den letzten zwei Minuten jetzt vor der Nachspielzeit. Einwurf der Dresden ausgeführt. Hamza Sagiro holt sich den Ball. Sieht Simon Handle. Ja, der macht es dann über Moritz Fritz. Stehle auf der rechten Seite. Wenig Tempo im Spiel, aber Stehle setzt sich erstmal gut durch. Ja, Jamil Siebert haut da den Ball da hinten raus in Richtung 16er. Und Hong geht da ins Laufduell mit Knipping und holt sich den Ball, aber legt sich ihn zu weit vor. Und der Ball geht ins Aus. Ja, mich wundert. Hong ist natürlich gut reingegangen. Knipping ist im Zweikampf, hat sich fallen lassen. Ich dachte, erst Schiedsrichter Exner würde Freistoß für Dresden pfeifen. Das war nicht der Fall gewesen. Wieder ein langer Ball von Dresden gespielt in Richtung Strafe von der Viktoria. Aber wieder unsauber geköpft von Stefan Kutschke. Penn voll, legt sich den Ball zum Abschluss hin. Spielt den Ball lang raus. Weit über die Mittellinie wieder. Horn geht zum Kopfball hoch. Knipping kann den Ball aber gewinnen. Zurück auf Torhüter Stefan Latschka. Ich glaube, mit dem Namen werde ich heute nicht mehr eins werden. Rille mit einem langen Schlag und dann ist der Jürgen verkürzt da. Werft den Ball ins Aus, Einwurf für Dynamo. Ja, gerade so zwischen Siebert und Kutschke. Die zwei sind gerade mal kurz aneinander geraten, weil mit hohen Bällen wird der Kutschke die ganze Zeit schon gesucht. Jetzt will Florian Exner mal ein kurzes Gespräch zwischen den beiden Spielern mal, holt mal beide Spieler zusammen. Obwohl die Situation sich ja eigentlich wieder beruhigt hatte. Und was ist jetzt? Gelbe Karte für Kutschke und Siebert. Das ist aber, also ohne Quark. Nein, also das ist ja Quatsch. Die beiden haben mal ganz kurz miteinander ein paar Worte getauscht, aber das war schon. Das war jetzt nichts Schlimmes gewesen halt. Mir fehlt auch so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl, zu sagen, hier ist gerade wieder ein bisschen Ruhe drin und es jetzt wieder mit der gelben Karte aufzuladen, finde ich schwierig. Stattdessen jetzt der Freistoß für Dresden über die halblinke Seite. Jonathan Meyer legt sich den Ball. Einwurf natürlich. So, was ist jetzt hier unten los? Der Linienrichter geht zu Olaf Jansen hin, erzählt ihm auch was. Da hat Olaf Jansen sich gerade über die gelbe Karte aufgeregt von Jamil Siebert. Soll was ruhiger sein. Linienrichter moniert das. Der Schiedsrichter kommt gar nicht. Oh, das ist jetzt aber hart. Ihr habt es gerade gehört über den Stadionsprecher, 5 Minuten Nachspielzeit. Ich wüsste jetzt nicht, warum man so ein Spiel 5 Minuten Nachspielzeit geben müsste. So, nochmal durchhalten. Die letzten 5 Minuten für unsere Jungs. Und Niklas May bekommt im 16er den Ball, nachdem Greger ihm den vorlegt und haut den in den Dresdner Fanblock. Somit Einwurf für Dresden in der eigenen Hälfte. Stefan Driljaccia und Kammerknecht machen das. Jetzt der Innenverteidiger mit einem langen, langen Ball in Richtung 16er. Moritz Fritz ist wieder mit der Rübe da, kann ihn erstmal rausköpfen. Und jetzt in Höhe des Mittelkreises Yannick Stark und Tim Knipping. Ja, jetzt wieder ein langer Ball. Das ist jetzt das Mittel der Dresdner. Langer Ball, aber da ist Fritz wieder mit dem Kopf gegen Kutschke da. Ganz, ganz wichtig jetzt einmal mit der 23 bei uns. Nächster langer Ball, Kammerknecht. Jetzt mal vor den 16er. Arslan kann ablegen für Yannick Stark. Der spielt den Ball in Richtung 16. Und dann ist Greger da. Haut den mit links per Volley raus. Und dann Driljaccia. Oh, er nimmt nicht die Hände, nimmt den Kopf. Das sah so aus, ja. Direkt am Mittelkreis. Keine rote Karte. Jetzt der lange Ball wieder Kutschke. Legt ab und dann Siebert kann mit links, aber nur kurz klären. Yannick Stark, dann ist wieder Fritz da und Sagiri haut den raus in Richtung Hong, der sich den Ball mit dem Kopf vorlegen kann. Drille kommt aus dem Tor, kein Foul. Die Dresdner wieder mit dem langen Ball, Kammerknecht in Richtung 16er. Paco mit der Brust zu Stehle, der mit dem Kopf zu Paco und er kann den Ball nicht verarbeiten und wird gefoult. Nee, fault da Kutschke.
Hätte ich jetzt eher andersrum gesehen. War ein bisschen so ein Ziehen. Aber naja, Kutschka hat clever seinen Körper da reingesetzt halt. Und das sah natürlich so aus, dass natürlich jetzt gefault wird. Dresdner für den Freistoß schnell aus. Viktoria hat jetzt geschlafen. Ball in den Strafraum rein, aber zum Glück geklärt von Moritz Fritz. Aber da musste Viktoria besser sein. Da müssen den Ball zustellen. Da muss er wach bleiben. Ja. Nächster Ball in die Mitte von Arslan. Und dann war Abseits. Ist Abseits. Sehr gut. Sehr gut. Keine Gefahr. Ja, 2 Minuten noch in der Nachspielzeit. Ich weiß auch gar nicht, warum 5 Minuten haben wir ja gerade schon diskutiert drüber, halt, ob Florian Esser kein schönes Zuhause hat, wo man so länger so hier spielen lassen will. Weil, kommt aus Münster. Ja, Münster, gut. Aber die Hälfte ist ja schon um. Also noch 2,5 Minuten. Ja, aber nochmal, so viele Pausen hatten wir ja gar nicht gehabt. Gut. Spiel geht weiter. Ben Voll legt sich den Ball parat. Haut ihn lang und lang in Richtung Hong, der noch einen Ticken größer ist als Meißner, kommt aber nicht ran. Ehlers nochmal hinten rausgeschlagen zu Greger. Ohne Probleme. Sontheimer Höhe, Mittellinie. Niklas May sieht Handle. Ja, der kann den Ball da nicht verarbeiten. War schwierig. Somit Einwurf für die Dresdner. Eigene Hälfte. Yannick Stark. Zurück zu Kammerknecht. Werden jetzt immer weiter in Richtung eigenen 16er gedrückt. Ja, aber dann ist Stark im Zentrum zu weit. Da regt sich Olaf Janssen auch drüber auf. Der lange Ball. Und dann ist wieder Fritz da. Aber der zweite Ball. Ja, gehört Sontheimer. Legt ihn rechts raus zu Konkewitsch. Ja, nochmal mit Tempo. Sucht Simon Schiller auf der Mittellinie. Und Konkewitsch läuft über die rechte Seite. Wann spielt er den denn an? Er spielt ihn gar nicht an. Stehle zu Sotiu. Hong und dann abgeblockt von den Dresdnern. Es gibt die letzte Ecke, hoffentlich, in diesem Spiel für die Viktoria. Ja, war eine sehr schöne Schussgelegenheit gerade. Also wir dachten auch gerade, warum gibt Stehle den Ball nicht ab? Aber dann läuft er im Strafen und keiner greift ihn an. Ja, war eine sehr schöne Situation. Warum er den Schluss gesucht hat. Ja. So, nachdem Marcel Risse jetzt ausgewechselt worden ist, sehen wir jetzt bei der Ecke Simon Handle, Hong auch. Wie es aussieht, könnte sein, dass die beiden kurz spielen und versuchen, noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. So ist es auch. Hong und Handle spielen sich den Ball hin und her und versuchen jetzt eigentlich eine Ecke rauszuholen. Hong, das ging natürlich in die Hose gerade. Shaqiri spielt den Ball wieder in Strafraum rein. Die Dresdner können klären. Ja, geht drauf, du. So, jetzt nochmal die Dresdner über die rechte Seite. Vielleicht nochmal der letzte Angriff. Über. Ja, langer Ball zu Kutschke. Der versucht ihn abzulegen. Und Paco ist da. Haut den Ball hinten raus. Nochmal in die Abwehr der Dresdner. Ach, wann kommt der Pfiff? Langer Ball von Knipping in Richtung 16er. Und wieder Moritz Fritz. Und dann ist das Spiel vorbei. Und Viktoria Köln schlägt Dynamo Dresden mit 2:1 und schafft die perfekte englische Woche mit 9 Punkten in 3 Spielen. Unfassbar. Ja, das Spiel hat einen Sieger, Viktoria Köln, haben wir gerade gesagt, und es ist nicht unverdient. Also selbst wenn Dresden mal kurz 2 Einschussmöglichkeiten hatte, aber die Viktoria hat das Spiel verdient gewonnen. Ich sage euch nochmal kurz die Torschützen. 0:1 in der 14. durch Ahmed Arslan, dann der Doppelschlag von Robin Meissner in der 22. und 43. Minute zum 2:1. Zuschauerzahlen hatten wir heute gehabt, 3.412. So, nochmal der Hinweis für euch, alle Pflichtspiele der Viktoria werden bei Fußballradio Shell Sieg übertragen. Wer mit nach Freiburg möchte, Anmeldungen bei Heike Weißweiler per SMS, per WhatsApp oder über die Vereinsseite plus die E-Mail-Adresse fanbeauftragter@viktoria1904.de. Ja, Besnik, der Sieg ist verdient gewesen. Sehe ich auch so. Dresden mit vielen Spielanteilen in der zweiten Halbzeit, allerdings wenig gefährlich geworden. Also Ben Voll gegen Wiesbaden noch mal das Spiel, heute mit wenig Aktion, weil er wenig gefordert wurde. Ich glaube, am Ende ein Sieg, der wirklich verdient geht. Dresden hat wenig Lösung gefunden gegen eine gute Viktoria-Mannschaft, die alles reingehauen hat, technisch sehr, sehr sauber gespielt hat, ein gutes Pressing gemacht hat. Ich glaube, da können wir nur stolz sein auf die Jungs. Und gehen, glaube ich, mit einem guten Gefühl dann nächsten Samstag zum Auswärtsspiel. 23 vom SC Freiburg. Ja, ihr habt die Möglichkeit, über das Fußballradio nicht nur die Spiele live zu hören, ihr habt auch die Möglichkeit, per Abruf diese Spiele euch anzuhören. Geht einfach auf den Player rein, schaut on demand nach. Da könnt ihr auf jeden Fall die ganzen Spiele, die wir bisher für euch kommentiert haben, auf jeden Fall auch abrufen. Und da wollen wir sagen, vielen Dank an die Aktion Mensch zum einen, die das hier Ganze fördert, dass ihr heute zuhören konntet. Und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und kommt gerne zur nächsten Übertragung dann wieder dazu und unterstützt unseren Verein. Ja, es verabschiedet sich der Daniel und der... Und der Besnik. Vielen Dank und wir wünschen euch noch einen schönen Samstag. Macht's gut, feiert den Sieg. 2:1. Ciao.